Müsste die richtige sein? Ja, genau. Sehr schön. Oder streamt nur eine halbe Stunde? Ja, genau. Habe ich schon mal nur eine halbe Stunde gestreamt? Kann ich mich nicht dran erinnern. Was ist denn hier mit der Webcam passiert? Warum ist denn die Webcam verrutscht? Das ist aber komisch. Nein, ich. Moment, ich muss das kurz mal. Kann ich jetzt mal die Webcam verschieben? Ist das so richtig? Moment. Muss man das kurz mal in der Vorschau angucken. Das passt so. Genau, okay. Merkwürdig. Manchmal, naja, so. Aber das müsste noch funktionieren, oder? Ja, das funktioniert. Warum hat er mich denn da verschoben? Komisch. Okay, dann machen wir mal weiter. Ja, ja, als es so warm war. Ui, Mittelerde. Okay, Reporter, du das weg. Echt? Habe ich da nur eine halbe Stunde gestreamt? Es war bestimmt eine Stunde, oder? Ich kann doch nicht nach einer halben... Habe ich nach einer halben Stunde schon wieder aufgehört? Kann schon sein. Passiert hoffentlich mit dem neuen Rechner dann nicht mehr so schnell. Und der überhitzt sich dann hoffentlich auch nicht mehr so schnell. Weil moderne, intelligente Kühlung und so weiter. Hoffen wir mal, dass das Mainboard das so weit kann, weil der PC so warm wurde. Ja, es kann durchaus sein. Ich weiß mich da auf jeden Fall nicht mehr dran zu erinnern. Ja. Gut, fangen wir also an mit Herr der Ringe Online, beziehungsweise dann machen wir mal weiter. 30 Minuten. Ne, war ganz schön viel, schon so lang. Es war so warm und dann streamt er sogar 30 Minuten. Was? Was, was, was? So, zufälliges Reliktbündel. Na, endlich. Wie gesagt, ihr könnt das gerne mal mit den Sounds ausprobieren, ob da jetzt immer noch ein Alert-Delay drauf ist. Dankeschön. Verzierte Vermächtnisrune des Wissens. Wow. Und wenn du jetzt irgendeinen anderen Sound nimmst, müsste der direkt funktionieren. Versuch mal gerade, bitte. Ja, funktioniert. Und ich war's nicht. Siehst du? Klappt alles. Jetzt bin ich mal gespannt. Macht er den anderen? Na gut, zwei gleichzeitig. Kann er schlecht machen. Crane Gommy. Mensch, Steinnudel. Ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Crayon Gommy. Hätte ich das jetzt ausgesprochen? Ich poste den einfach für dich nochmal, damit du nicht nochmal Punkte ausgeben musst. So. Das war ich auch wieder nicht, ja. Gleich hinter mir taucht so eine grüne Dampfwolke auf. So. Okay, Namen sind Schall und Rauch und deswegen blenden wir die auch wieder ein. Wir werden immer noch in das eine Boot passen, aber es wird nicht mehr sehr gemütlich sein. Mensch, Duda, es sind Damen anwesend. Hier, in diesem Zimmer? Nö. Im Chat, ja. Aber nicht in diesem Zimmer. Wo
Wobei manchmal... Nein, Quatsch. Ja, weil dann wird es nämlich zu warm für den Rechner und guck noch mal genauer. Ja, nee, sind keine da. Was? Was? Habe ich das gerade wirklich gemacht? So. Ich guck mal gerade. Den müsste ich ab. Ich glaube, den habe ich. Lotro Spieler 2018. Vielen Dank für dein Follow und willkommen bei den Bewohnern von Dodas Welt. So. Ah, genau, der Furz, der die haben alle keinen Delay, aber manche haben halt höhere Kosten. Also der Furz kostet mit am meisten, glaube ich. Was haben wir noch? Und noch andere. Der You Shall Not Pass, genau, die kosten mit am meisten. Genau, so, wo war ich? Kurz Brain AFK, was? Das finde ich immer sehr cool, diesen Move bei den Pete's Meat Best-Offs. Gibt so ein Ding, wo sie dann, wenn einer einfach mal nicht reagiert, ist dann einfach kurz eingefroren. Und dann kommt der Ding und dann ist halt dieser, so ein Bluescreen. Was? 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 Hä? Was hat der gesagt? So. Okay, machen wir mal weiter hier mit Buch 7, Kapitel 6, eine Bootsreise. Wir werden immer noch in das eine Boot hineinpassen. Aber es wird nicht mehr sehr bequem sein. Ich denke, wir sollten keine weiteren Gefährten in unsere Gruppe aufnehmen, Dudaka. Es sei denn, ihr wollt selbst neben dem Boot herschwimmen. Seid ihr bereit, die Reise fortzusetzen? Nee, alles gut. ja, machen wir mal. Lasst uns zusammen zum Boot gehen. Ich möchte einen guten Sitzplatz und einen komfortablen Platz, um meinen Arm auflegen zu können, wenn wir rudern. Aha. Ich bin schon oft auf dem großen Fluss gereist und kenne seine reißenden Strudel wie kein zweiter Elb. Wow, dafür jetzt ein Video? Für einen Satz? Den Fluss Anduin kenne ich wie meine Westentasche. Es ist aber dennoch eine mehrtägige Reise. Wir müssen hier die Nacht über rasten. Okay, oh, da kam gerade... Weißt du, in dem Moment habe ich ausgeblendet. Macht der jetzt den Follow? Wieso macht er den Alert jetzt nicht? Moment. Gibt's das denn? Ich würde gerne den Alert wiederholen. Manu. Nee, lass mich nicht. Lass mich nicht. Manu. Okay. Genau, dann machen wir es einfach so. Irgendwie spinnt das System manchmal. Guck mal gerade, ob ich das schnell über den Browser wiederholt kriege. Dann aktualisiert sich ja auch nochmal alles. Auf jeden Fall, Rainer Wingler oder Rainer Wingler, vielen Dank fürs Folgen und willkommen bei den Bewohnern von Dodas Welt. Mal gucken, ob das hier rüber geht. Ah, hier geht es. Also dieses Stream-Labels scheint echt so langsam nicht mehr weiter geupdatet zu werden. Muss ich vielleicht doch den Browser auflassen und dann einfach das hier offen lassen oder so. Ist im Grunde ja dasselbe, nur anders oder so. Hi, cooler Stream. Ja, hi, Cryun Gourmet.
Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt tatsächlich richtig aus. Freut mich, dass dir der Stream gefällt. Und ja, dann machen wir mal mit dieser Instanz hier weiter. Alter, wie groß ist denn das Schiff? Und wie klein ist denn der Hobbit? Hallo? Kannst du wen für mich grüßen? Kommt darauf an. Ich würde da gerne rein hüpfen. Kommt drauf an, wen ich grüßen soll. Rudi ausbuddeln? Welchen Rudi soll man denn ausbuddeln? Klingt wie diese Bart Simpson-Dinger. Oder gibt es den Ort Buddeln wirklich? Ich glaube nicht, oder? Ich bin in Erdkunde sehr schlecht. Solera TV, vielen Dank fürs Folgen und willkommen bei den Bewohnern von Dodas Welt. Also ich grüße mal den Rudi aus Buddeln. Mache ich einfach mal jetzt. Aber einfach, weil ich glaube, so eine Anfrage auch noch nie hatte. Test. Cool, danke. Bitte. Direkt sympathisch. Das freut mich sehr, wenn ich damit gleich sympathisch wirke. So, und hier sind wir jetzt lang geschippert. Hier ist ja tatsächlich was. Sieht aus, als ob die Pflanzen fliegen. Ich wollte gerade schon fragen, wo ist denn hier der Fluss? Aber er ist tatsächlich. Das ist alles Wasser. Mann, ist dieser Fluss aber sauber. Und da ist der Mond. So. Also, ne? Wenn der in Isengard wäre, dann wäre der schon nicht mehr so sauber. Nicht baden gehen. So. Horn, Nona. Kurudan. Das ist weit genug für heute, Dudake. Horn hat sich bereits um das Feuer gekümmert und wir können essen und uns ausruhen, bevor die Nachtwache beginnt. Wir werden bei Anbruch des Morgens aufbrechen. Man sollte den Anduin nicht nachts bereisen, sofern die Zeit nicht sehr drängt. Je näher man seinem Gebirge kommt, desto gefährlicher wird die Strömung. Und vielen Dank für den Host, Solera TV. Vielen Dank. Lasst uns wieder zu unseren Gefährten gehen, Dudake. Das ist ein gutes Feuer und schnell entfacht, Horn. Danke, Korodan. Das ist immer so blöd. Ich vergesse von einem auf den anderen Stream immer, wie ich die Figuren spreche. Und ich versuche sie dann so ähnlich wieder zu sprechen. So. You Now, Drache, Official, vielen Dank fürs Folgen. Und willkommen bei den Bewohnern von Dudas Welt. Wie möchtest du denn genannt werden? Wahrscheinlich das Official einfach weg. So viele neue, ne? Freut mich auch sehr, dass so viele neue sind. Ja, so ungefähr. Der Tobi wieder. Verschafft sich Gehör. Möchtest du You Now gesprochen werden, begrüßt werden? Oder Drache? Oder Official? Nein. Wahrscheinlich nicht Official. Oder offiziell. Aber auf jeden Fall schön, dass so viele neue da sind. Freut mich immer sehr. Und dann habt ihr alle, wenn ihr aktiv seid im Chat, auch nachher die Möglichkeit, ein Abo ja, zu gewinnen. Wie gesagt, ich habe immer noch freigestellt, ob ich das dann über Twitch verschenke. Also quasi fünf auf einmal verschenke und Twitch entscheiden lasse, an wen das geht. Oder ob ich das über einen Command als Gewinnspiel quasi raushaue und ihr so quasi als Giveaway und ihr dann eintragen müsst im Chat, wenn ihr das haben möchtet. Und dann habt ihr die Chance, das zu gewinnen und dann vergebe ich das einzeln. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wobei ich aber auch gerne das System von Twitch mal testen würde und mal gucken würde,
wie gut das funktioniert und wer dann so ausgewählt wird. So. Du kannst mich Pferd Blue nennen. Das muss ich mir ja fast schon aufschreiben. Das ist ja so komplett anders als der Benutzername. Wie kommt das denn? Pferd Blue. Pferd Blue, Pferd Blue. Merke ich mir denn das jetzt? Juno Drache, offiziell ist Pferd Blue. Kann ich mir das irgendwo aufschreiben? Habe ich hier sowas? Bei Usern oder so? Das war mein Pferd, was vor einigen Jahren gestorben ist. Das ist mein Nick seitdem. Ah, okay. Weißt du, dass du dich auf Twitch auch umbenennen kannst? Glaube ich zumindest. Ich meine, das dürfte gehen, wenn der Name nicht schon belegt ist. Kannst du dich auch umbenennen? Sonst schreibe ich mir das gerade mal dazu. Sortieren mal nach dem hier. Dann sind wir natürlich schon auf der zweiten Seite. Nö, hier kann ich nichts dazu eintragen. Ich könnte die ID, also die ID wäre ja gleich, aber den Namen könnte ich, glaube ich, sogar ändern. Geht das? Aber weiß nicht. Kann ich auch umbenennen? Gut zu wissen. Ja, aber ich glaube nur einmal oder so. Irgendwie habe ich immer wieder Chatstörungen, egal wie oft ich neu starte. Noch jemand? Das ist blöd. Das tut mir leid, Grasur. Ich hoffe, das ist gerade kein allgemeines Twitch-Problem. Kannst du mal bei Twitter schauen? Twitch-Support oder so? Na moin. Ja, moin auch dich. An dich, Michgil. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Vielleicht gibt es ja von Twitch da gerade eine Störungsmeldung. Und der Rekül ist auch da. Nein, die Rekül. Scheiße. Ich glaube, es war eine die, oder? Steinigt mich nicht. Ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt. Auf jeden Fall schön, dass du da auch da bist, Rekül. Ich habe keine Chatstörung. Sonst, Grasua, versuch's doch mal, ob das denn vielleicht über die Mobile-App besser funktioniert. Vielleicht klappt das ja da. Spielst du noch andere Charaktere oder nur den Jäger? Aktuell nur den Jäger, weil wir versuchen einfach mal durch die Bücher durchzukommen, durch die Story, ganz gemütlich, und gleichzeitig aber so schnell wie möglich. So komisch sich das anhören mag. Und da ist der Jäger einfach der einfachste, weil er halt auch porten kann. Und ich könnte auch noch schon ein paar Abkürzungen. Naja, direkt zum Questgeber hin und sowas. Hatte nur einen Frauennamen. So rum war das. Okay, Mist. Tut mir leid. Björn ist eine Superklasse. Sie sehen aus wie richtige Mettler. Ja, das auch. Das stimmt. Alle Klassen habe ich schon mal angespielt. Und da Klassen-Let's Plays zu gemacht. Die gibt es bei mir auf dem YouTube-Kanal zu finden. Im Zweifelsfall bei der Sortierung bei Herr der Ringe Online sind die, glaube ich, alle auf jeden Fall auch. Genau. So, machen wir mal hier gerade ein bisschen weiter. Ich lese mal den nächsten Questtext vor. Das ist jetzt hier von der Nona. Die Elbenkönigin tat gut daran, uns diesen Führer zu schicken, Dudaka. Er kennt den Fluss und weiß, wie man ein Boot steuert, was man von der Tochter Sufuls leider nicht behaupten kann. Ginge es nach mir, würde ich uns auf festem, trockenen Land gen Süden führen, auf dem man nicht kentern kann. Nona senkt ihre Stimme, was ungewöhnlich ist für die Dunländerin. Das Boot ist zu klein, dass wir vielleicht miteinander sprechen können, Dudaka. Also, das Boot ist zu klein, dass wir leicht miteinander sprechen können, Dudaka. Aber wie ihr bemerkt habt, hat dieser Pferdeherr es vermieden, das Wort an mich zu richten, seit wir auf dem Fluss sind. Wenn er einen Groll hegt, soll er ihn aussprechen, damit ich entsprechend antworten kann. Mit Worten oder Vadus Klinge. Ich habe es satt, wie er in alle Richtungen außer in meine blickt, egal wo ich gerade sitze. Oh, Spannungen auf dem Boot der Liebe. Auf dem Boot, den Fluss abwärts. Sowas. Ich finde End am geilsten aus dem Session Play. Würde da Geld für ausgeben, wenn sie eine Endklasse machen. Ich glaube, das ist nicht ganz loregerecht, wenn da jetzt so Dutzende Ents rumrennen. Schon die Beorninger ist so grenzwertig eigentlich aus meiner Sicht. Aber naja, das stimmt. Oder ein Zirkenkirp.
Zirkenkörper als Monsterklasse wäre der Wahnsinn. Das wäre auf jeden Fall mal, wäre mal was Lustiges. Müssen sie einfach 100 Euro teurer machen. Damit sie seltener sind. Ja, dann gibt es nicht so viele, genau. Jawohl, 500 Bäume rennen durch Mittelerde. Ja. Da könnte man dann den Ansturm auf Isengard rollenspieltechnisch ganz gut nachbauen. Und nachspielen. So, was sagt denn der Horn dazu? Ihr habt Glück, Freunde unter den Elben zu haben, du der Kerl. Ich würde diese Reise nicht ohne einen Führer antreten wollen und Korodan scheint sein Handwerk zu verstehen. Doch es ziemt sich nicht für einen Mann, Rohan sich unter Elben zu mischen, wie ihr ja in Stangard gesehen habt. Über seinesgleichen hat mein Volk nur dies zu sagen. Langlebig und gefährlich. Über das Volk von Dunland haben wir mehr zu sagen, aber nichts Gutes, und ich werde die Ohren des Mädchens nicht damit schockieren. Ich bedauere, dass Nona in Stangard so schlecht behandelt wurde, als sie Hilfe benötigte, aber ich kenne die Ursachen dafür. Ihr Volk und das meine teilen eine lange und unglückliche Geschichte. Ich habe nichts gegen sie persönlich, aber es sind unsere gemeinsamen Freunde und Pflichten, die uns zu Verbündeten machen. Und nichts sonst. Okay. Ja, Mann. Ich finde, sie sollten die Mückenwassermooren nochmal überarbeiten. Das Gebiet war immer so super, vielleicht als DLC mit nächstem Update. Na, das passt aber nicht. Also DLCs hast du hier so gesehen nicht wirklich. Meistens gibt es halt gratis Updates oder halt mal so größere Gebiete wie Mordor, wo da ein bisschen mehr mit dranhängt, was dann verkauft wird als Add-on. Aber sonst als, ich sag mal, kleinen DLC gibt's, hast du hier eigentlich keine Gebiete. Außer du bist natürlich Free-to-Play-Spieler, dann hast du so gesehen alle Gebiete, die nicht freigeschaltet sind, als DLC. So kann man das natürlich auch sehen. Ich erinnere mich da auch noch dran, dass das war glorreich damals. Das hatte noch richtig Stil, ja. Rest in Peace, genau. Bei dem Stil muss ich immer an Harry Potter denken. Ich glaube, das ist der sechste oder der siebte Teil. Ich glaube, es ist der sechste Teil. Ja, ich glaube, es ist der sechste Teil. Wo Dumbledore vor den Augen des Zaubereiministers verschwindet und der eine Typ dann zu ihm meint, also, auch wenn sie ihn nicht mögen, aber eins müssen sie zugeben, Dumbledore hat echt Stil. Den finde ich immer saugeil. Nee, das ist aus dem siebten Teil. Ist es der siebte? Ach, kann sein. Wie gesagt, es kann sein, dass es der siebte ist. Echt der siebte? Nee, der siebte kann ja gar nicht sein, oder? Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Noch einen anderen Spieler grüßen. Dumbledore hat echt Stil. Ist der fünfte. Siehste? Doch nicht der sechste oder fünfte. Stimmt, also im... Achtung, Spoiler. Im sechsten stirbt er und im siebten... Das siebte Buch ist ja aufgeteilt in zwei Filme. Im siebten und den achten Film. Das ist nämlich immer das, was mich verwirrt. Als Umbridge ihn zu setzen sucht. Ah, ja, okay. Stimmt, dann ist es der fünfte. Dann ist... Ja. Orden des Phönix. Ja, ist der fünfte, richtig. Im siebten kommt er nur noch in Harrys Kopf vor. Genau. Nein, und als Gemälde an der Wand. Was schläft. So. Oh, lustig. Da für den Text muss Niles sogar zwei Zeilen schreiben. Das war mir gar nicht bewusst, weil wir den sonst nie gesehen haben. Ich habe mal die Frequenz ein bisschen erhöht von den verschiedenen Dingern. Dass die einfach ein bisschen öfter kommen und durchgehen. Genau. Ja, also wichtige Info von Niles. Sieht man jetzt hier im Stream nicht, weil die Nachrichten von Niles, die habe ich ja ausgeblendet. Damit sie nicht stören. Aber Niles weiß darum und
Für ihn ist das in Ordnung. Er möchte da nicht ganz so in der Öffentlichkeit stehen. Im Chat ist in Ordnung, aber im Video muss nicht sein. Außer er könnte über CC herziehen, dann wäre das anders. Aber dann müsste ich ihm auch Gage zahlen. So. Gehen wir mal zu Korudan. Es bleibt noch etwas Zeit vor der Nachtwache, Dodaka. Hättet ihr Lust auf ein paar Geschichten? Ich finde, dass das Erzählen einer guten Geschichte in einer Gefährtenrunde am Lagerfeuer ein guter Zeitvertreib ist. Setzt euch und hört zu, Dodaka. Ich werde anfangen und vielleicht haben unsere Gefährten ja ebenfalls etwas zu erzählen. Ich wuchs im Goldenen Wald auf, habe den Großteil meines Lebens damit verbracht, die Wildnis zu erkunden. Meine Schwester Sigilef blieb lange Jahre in Lorien, doch sie hat sich nicht in der Müßigkeit hingegeben. Ich war im Umgang mit dem Bogen geschickt, sie mit den Messern. Sie stellte sie selbst her und jedes neue Messer war tödlicher als das vorherige. Einst kehre ich von einer Reise zurück, fest überzeugt davon, der größte aller Bogenschützen zu sein. Ist das so? Ich wette, dass ihr es nicht schafft, dieses hölzerne Ziel aus 50 Schritt Entfernung zu treffen. Ich nahm an und machte 50 Schritte. Als ich mich umdrehte, um zu schießen, erkannte ich, dass meine Schwester recht hatte. Sie hatte das Ziel am Fuß durchgehauen und es war zu Boden gefallen. Wir lachten, bis unsere Bäuche schmerzten. Das ist meine Geschichte. Habt ihr ebenfalls etwas zu erzählen, Dodaka? Nö, nicht wirklich. Oh. Die Musik hat sich zurückgesetzt. Dort. Wäre toll, wenn du Shagalith Upstars, den letzten Beschützer des Gramfußes im Stream, grüßen könntest. Shagadelic Upstart. Mach ich. Aber das ist die letzte Grüßung für heute. Ist schon wie irgendwie im Fernsehen früher. Grüß mal den und grüß mal den und keine Ahnung. Mit SMS damals noch. Wo man dann so SMS geschickt hat und dann wurde das... Oder über Videotext. Über Videotext hat man dann was getippt, Nachricht verschickt und dann wurde das irgendwie da vorgelesen in der Sendung oder solche Geschichten. So komme ich mir gerade vor. Ja, Videotext, das hatte noch Stil. Muss ich mal rausschneiden als Sample. Vielleicht kriege ich das dahin, dass er das sagt. Dann einfach nur, hat echt Stil. Muss ich mal gucken. Vielleicht kriege ich das ja hin. Mal schauen. So, was? Sprecht mit Koran an, entscheidet euch, welche Geschichte ihr erzählen möchtet. Ach. Guck mal an. Ich werde von Angmar erzählen, von Dol Guldur, den Furten des Isen, der Suche nach dem Nazgul. Ich habe nichts zu erzählen. Ich erzähle mal von Angmar. Ich würde diese Geschichte gerne hören, wenn ihr sie uns erzählen würdet. Und unsere Begleiter sicher auch. Ach so, das sagt er wieder. Ich würde diese Geschichte gerne hören, wenn ihr sie uns erzählen würdet. Und unsere Begleiter sicher auch. Angmar war früher ein Ort großen Übels und seine Rückkehr zu wehren ist keine Kleinigkeit. Die Taten, von denen ihr erzählen könnt, sind zweifelsohne großartig. Ich fange an. Ihr erzählt von eurem Kampf gegen die Schatten von Angmar. Meine Macht kommt vom Herrn der Nazgul selbst. Erzählt vom falschen König und der Waffenmeisterin Angmars. Nach einer Weile kommt ihr zum Ende eurer Geschichte. Schön. So kann man es natürlich auch darstellen. Ich bin der Nächste. Meine Erzählung handelt von König Fengel von Rohan, dem Großvater von König Theoden. Es ist eine traurige Geschichte, aber angesichts der jüngsten Geschehnisse findet ihr sie ja vielleicht interessant. König Fengel bestieg den Thron, als er noch sehr jung war, und er herrschte über 50 Jahre. Obgleich sie lang war, stand seine Herrschaft unter einem schlechten Stern, er neigte zur Habgier und machte sich zahlreiche Feinde. Im letzten Winter seiner Herrschaft war er eines kalten Nachmittags nördlich der Entfurt auf der Jagd. Ich komme gleich dazu. Eine alte Frau stolperte in sein Lager, sie hatte sich verirrt und war hungrig.
Einen Kantenbrot, wenn ihr so gnädig seid, mein mächtiger Herr. Ich habe mich verlaufen und Kälte und Hunger plagen mich. Wer seid ihr, Vettel, dass ihr die Krone anbettelt? Wenn ihr eine warme Mahlzeit wollt, sucht euch einen gemeinen Bauern, dessen Bett gewärmt werden muss. Oder geht selbst auf die Jagd. König Fengel warf ihr seinen eigenen Dolch vor die Füße und schickte sie weg in die finstere Nacht. Das ist also die Güte der Pferdeherren? Horn sagt, dass Fengel ein törichter König war. Horn sagte, dass Fengel ein törichter König war. Das hat er gesagt und meiner Meinung nach sprach er die Wahrheit, aber diese Eigenschaft scheint mir unter den Pferdeherren noch recht verbreitet zu sein. Die Männer des Königs waren entsetzt und suchten nach der Frau. Sie fanden sie beim Sonnenaufgang erfroren am Fuß eines hohen Felsen, den Dolch des Königs immer noch in ihrer Hand. Sie hatte einen Fluch in den Stein geritzt, zusammen mit ihrem Namen. Würgende. Okay, also Moment, jetzt muss ich erstmal gerade beim Chat gucken. Crane Gourmet, vielen Dank fürs Folgen und willkommen bei den Bewohnern von Dodas Welt. Ich wünsche dir hier ganz viel Spaß auf dem Kanal. Und dann gucke ich nochmal weiter. Ja, Videotext ist heute immer noch genauso wie damals. Das hat noch richtig Stil. Cooler Stream, mach weiter so. Gerne. Mach ich gerne und vielen Dank. Wir haben gerade wieder... Was? Wir haben gerade wieder heiter riesige Bombenneid geschmeißt. Was? Nochmal. Wir haben gerade wieder hater riesige Bombe... Nachgeschmissen? Was für Hater? Also, falls du Hater tatsächlich meinst. Und ich verstehe den Zusammenhang gerade nicht ganz. Aber, na gut. So. Dies hatte sie in den Stein geritzt. Verderbter Fengel. Ihr seid ein Narr. Schmerz soll das Erbe eurer Gier sein. Kein Herrscher eurer Linie soll lange leben. Kein Sohn soll auf eurem Thron sitzen. Sippe und Königreich vernichtet euer Geiz, bis die Macht der Mark verblasst. Würgende. Horn seufzt tief und fährt fort. König Fengel war außer sich und befahl, dass Würgendes Leiche verbrannt und der Stein zerstört werden solle, aber niemand aus seinem Gefolge konnte die Tote bewegen und jeder Hammer und Meißel, der den Stein berührte, zersprang sofort. König Fengel selbst schlug auf den Stein an, bis die Klinge seines Schwerts brach und ein Splitter in seinen Oberschenkel drang. Die Wunde schwerte und König Fengel erlag am ersten Tag des Frühlings einer Blutvergiftung. Viele Bewohner Rohans glaubten, dass der Fluch gebrochen sei, aber jetzt, da Prinz Theodred gefallen ist, nun, das ist das Ende der Geschichte fürs Erste. Okay. Ich verfüge nicht über die blumigen Worte und Wendungen von Korudan und diesem Horn oder Ker. Ich schreibe meine Geschichten in die Felle meiner Feinde mit Vardus Schwert als Feder. Dann kann sie ja gar nichts vortragen, schade. Ich habe keine Geschichte, die ich erzählen könnte. Jeder hat eine Geschichte, Nona. Woher stammt dieses Schwert, das ihr tragt? Das Schwert ist kein Symbol eures Volkes. Das Schwert ging an meinen Bruder Vardu. Er tötete damit eine mächtige Bestie. Was war das für eine Kreatur? Ein großes Tier? Ein Bär? Es war ein gewaltiger Gwieber, eines der mächtigen Drachenwesen der Berge. Kann das sein? Eine solche Kreatur ist mir nicht bekannt. Es gibt eine Menge, was ihr über mein Land und mein Volk nicht wisst. Das kann durchaus sein, Nona. Es tut mir leid, wenn ich euch beleidigt habe. Euer Bruder muss ein großer Mann gewesen sein, wenn er solch einen Feind bezwingen konnte. Das war er.
Alter, schaut euch das Viech an. Ich nehme wieder zu 10 vor meinem Hof und schreien meinen Namen. Was ist bei dir los? Würde ich mal die Polizei anrufen? Ach, das geht schon seit Jahren so. Hä? Moment, bevor ich hier weitermache, muss ich gerade mal kurz was gucken. Das geht schon seit Jahren so. Aber es klingt für mich eher nach irgendwie Mobbing aus der Schulzeit oder sowas. Aber naja, schön auf jeden Fall, dass du mir als ersten Kanal folgst und du scheinbar den Account auch gerade erst erstellt hast. Was soll denn YouNow überhaupt sein? Ich habe noch nie gehört. YouNow, was soll das sein? Nur YouTube. So geht's mir auch. YouNow. Ach, das ist quasi nur auf IRL ausgelegt, okay. Was das ja aussieht. Beziehungsweise muss irgendwas sein. Genau. Ja. Muss halt irgendwas sein. Konkurrenz zu Twitch und scheinbar nicht sehr wirklich relevant. Sonst hätte, würde es das bei Streamlabs auch geben. Bei Streamlabs gibt es halt YouTube, Twitch, Mixer, wie heißt das andere? Smashcast. Gibt es dann noch mehr? Mal gerade gucken. Ganz kurz. Jetzt aktualisiert sich das hier gerade nochmal alles neu. Hier drüber? Nee. Hier ist das. Genau, also Twitch, YouTube, Mixer, Facebook, Periscope sogar auch. Kannst du mal zeigen, welche Fähigkeitslinie du spielst? Ja, kann ich machen. Moment. Vor allem Drache. Klingt so nach Drachenlord. Und der Drachenlord, der hat ja, glaube ich, es war der Drachenlord, oder? Der hat doch irgendwie neulich ganz viel Hate abbekommen. Schon wieder Test. Ja, das bin ich. Du bist der Drachenlord. Mal gerade gucken. Ach, Tatsache. Metal. Ups. Video wollte ich jetzt gerade nicht starten. Hashtag Werbung, ja. Aber interessant, dass es dich dann hier verschlägt. Ich würde einfach den Namen komplett ändern. Ich weiß nicht, ich würde hingehen und
einmal irgendwie alles so ein bisschen ändern. Bart ändern, Frisur ändern, Name ändern und schon kannst du halt und auf Twitch mit was Neuem weitermachen und dann halt auch nicht irgendwas, was in der Nähe von Drachenlord ist, sondern komplett was anderes. Weil ich konnte jetzt durch schnelles Googlen rausfinden, You Now Drache offiziell, habe ich einfach mal so bei Google eingegeben, ohne die Unterstriche. Zack, hatte ich deinen You Now Channel, zack, hatte ich den YouTube-Kanal und so weiter. Also, da würde ich, wie gesagt, sagen, einmal komplett umstylen und neu weitermachen. Könnte jetzt ganz böse sein und sagen, mach doch sowas wie Daniel Kübelböck und tauch als Frau wieder neu auf, aber da weiß man leider, da weiß man nichts. Von daher, wer weiß, ob das wirklich Suizid war, ob er als neu als Frau beginnen wollte, ob keine Ahnung was. Man weiß es einfach nicht. So. Deswegen, so mies wollte ich dann gerade nicht sein. So, Linie, ich zeig mal kurz die Linie. Das, ich spiele blau. Das ist meine, ich fahre die blaue Linie. Das ist mein neues Modekonzept, ja, also ich fahre da die blaue Linie. Wir haben da auch was ganz Tolles Neues rausgebracht. Nein, Quatsch. Ich trinke mal gerade schnell was, weil das vergesse ich auch immer wieder mal. Na cool, so ähnlich habe ich auch damals gespielt. Es ist auf jeden Fall, also das hat sich ja auch, das ändert sich ja gefühlt auch immer wieder mal, so alle halbe Jahr, alle Jahr oder sowas. Diese ganzen Linien. Der Jäger hat sich zuletzt, glaube ich, ziemlich krass geändert. Zumindest, wenn man auf anderen Linien gespielt hat. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er sich krass geändert hat. Ich habe das Gefühl, er spielt sich ein bisschen flotter, aber ansonsten, naja. Hab ganz damals Jäger gespielt, das war 2013, da gab es das Ganze mit den Farben noch nicht so. Seit wann ist das so? Wir haben auf Rot gespielt. 2013, jetzt muss ich mal überlegen, das gibt's, glaube ich, seit Reiter von Rohan? Kann das sein? Kommt das hin? Dass wir die Talentbäume haben? Kommt das hin? Ich habe mal auf Rot gespielt. Ne, ich glaube Helms Klamm. War es Helms Klamm? Es kann auch Helms Klamm gewesen sein. Reiter von Rohan oder Helms Klamm? Aber die sind ja recht nah beieinander, so in einem Jahresabstand rausgekommen. Deswegen kann ich es nicht genau einordnen. Also das Spiel ist 2007 rausgekommen, 2008 gab es dann Moria, die Minen von Moria. Düsterwald und so weiter kam dann dazu. Und dann Isengard. Und dann gab es Reiter von Rohan und dann Helms Klamm. Und dann jetzt Mordor. Ne? Aber halt nicht im Jahresabstand, sondern teilweise waren da mehrere Jahre dazwischen. Das war, glaube ich, mit Helms Klamm. Kam meiner Meinung nach, als die großen Schlachten rauskamen. Ja, genau, die großen Schlachten waren dann Helms Klamm. Genau. Das kann gut sein, dass es mit Helms Klamm rauskam. Kommt, könnte hinkommen, ja. Also, lass mich mal gerade schätzen. 7, 8, dann nichts, dann 11, hatten wir Isengard, 12, Rohan, 13, Helms Klamm, kommt das hin oder war das 14? Schau mal gerade ins Lotro-Wiki, genau. So, da haben wir schon gerade einen kleinen Moment. Da gibt es auch bestimmt hier irgendwo auch einen Punkt für wann die Content-Sachen rausgekommen sind.
Moment, ich guck mal gerade. Helms. Helms Deep. So, also Helms Klamm. Ah ja, genau, hier haben wir das doch. Ist, genau, Herbst 2013 ist das rausgekommen. Also November 2013 ist das rausgekommen, Helms Klamm. Und damit ist das gekommen. Also wenn du das vorher irgendwie gespielt hast, vor November, so Sommer, Frühling oder ähnliches, dann kommt das schon hin, dass es das dann noch nicht gab. So, dann mache ich jetzt hier gerade noch mal ein bisschen weiter. Und ja, wir gucken mal, wir machen die Instanz noch fertig und dann machen wir das mal mit den Abos, ne? Die ich verschenkt möchte. Ich würde sagen, das war... wen spreche ich denn gerade? Doch, den Elb, genau. Ich würde sagen, das waren genug Geschichten für eine Nacht, Odekar. Ich übernehme die erste Wache und werde euch wecken, wenn ihr an der Reihe seid. Bei Tagesanbruch ziehen wir weiter. Ah, siehst du, ist ja Inni schon gleich zu Ende. Wir brechen bei Tagesanbruch auf. Jetzt solltet ihr euch etwas ausruhen. Am Morgen setzen wir unsere Reise den Anduin hinunter fort. Seht, die Argonath. Die Säulen der Könige. Aha. Yay. Ich muss mal ganz kurz so machen, Entschuldigung. Das sind Bilder, die muss man einfach, als Herr der Ringe-Fan, muss man die genießen. Ich muss mal kurz... Ah. Wie im Film, die Grafik ist einfach glorreich. Ja, es kommt halt daher, dass das wie im Film aussieht, weil Tolkien Figuren... Gerade so Statuen, den Ring, das sieht im Film, in den Spielen immer relativ gleich aus, also immer direkt erkennbar als solches, weil er sie so detailliert beschrieben hat. Ah, da bist du gerade, das war so episch, als da das erste Mal da war. Hab da beinahe gezittert. Das Spiel hat mit Abstand noch am meisten Stil. Also ich sollte das echt mal machen mit dem Stil. Hä? Ach, ich bin in der freien Bahn. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, ich wäre jetzt noch in der Inni. So. Und sich hier diese Uruk-Schütze trifft. Ich will mal gucken vom Wasser aus. Ob wir denn da hinschwimmen können. Ja, es ist ebenso geil, aber es sieht nicht exakt so aus. Es kommt aber im Spiel vom Buch. Ja, es ist halt... Genau, es ist halt... Herr der Ringe Online basiert halt nicht auf der Filmlizenz, sondern der Buchlizenz. Und deswegen gibt es hier natürlich auch hier und da nochmal ein bisschen was anderes. Ach, Amon-Hen, da hatte ich meinen ersten Bug-Report. Absolut epische Ansicht. Das stimmt wohl. So, Moment. Mach grad nochmal so. Jetzt schwimmt der mir hier durchs Bild. Verzieh dich! Raus! Ist doch hier kein Schwimmbad! Zumindest riecht das Wasser nicht geklort. So, leider direkt ins Gesicht gucken können wir nicht. Oder kamerafahrtmäßig irgendwie nach oben. Also, Melandio. Hä? Komischerweise bin ich jetzt näher dran gegangen als eben. Weil ich rausgezoomt bin und unter den Charakter zoome. Hä? Muss man nicht verstehen, oder? Naja. Wo weit bin ich jetzt? So, wer schwimmt denn hier neben dir? Melandio. Ach, du bist das, Grasur? Bist du das?
Ja, du bist im Wasser und der zählt wie Boden. Ah, okay, deswegen. Ja, man kann ja auch nicht tauchen. Bringer of Sweets. Ist das der Nachname? Süßes oder Saures? Ist ja demnächst wieder. I told my kids that I have 8-Day-Candies. Halloween-Candies oder irgendwie so war das, ne? Das ist auch immer super. Also wer von euch ist das jetzt? Grasua, bist du das? Oder wer war das? Oder ist das die Elfe? Nein. Ist nicht die Elfe. Nein, ich bin Entrut, nicht Melandio. Mit meinem Main. Ah, okay. Landio ist ein anderer. Ich bin es nicht, hab nur weibliche Charaktere, siehst du? Bestimmt Junau. Also Junau. Der Drache, meinst du? Haha, immun. Was gemacht? Ich spiele nicht mehr seit ein paar Jahren. Was ist denn das dann? Das ist der Tobi? Nö. Landio. Habe ich den vielleicht in der Freundesliste? Nö. Guck mal, hier stehst du noch als Baumelfe drin bei mir. Ja, damals. Immer diese mit komischen Menschen aus Bele. Ach, der Michkel ist das. Ah, okay. Da, schon hat er sich verraten. So, ich gebe ja gerade hier die Quest noch ab. Sie sind zwar nicht meine Könige, aber die zwei Statuen haben etwas Majestätisches an sich. Ich bin's wirklich nicht. Okay, na dann mal gucken. Sie sind zwar nicht meine Könige, aber die zwei Statuen der Argonath haben etwas Majestätisches an sich. Über die Männer, die diese ehren, gibt es viele Lieder und ich kann die meisten auswendig. Ich werde jetzt nicht singen. Es gibt für uns hier zu viel zu tun. Freunde von euch kamen hier vorbei. Freunde, die die Last irgendeines Unheils trugen. Vielleicht auch einfach nur random da. Das kann auch sein, ja. Soll ich auch mal kommen? Kannst du gerne, aber ich werde keine Gruppe aufmachen. So, im Schatten der Argonath. Okay, die lese ich gleich vor. Ach, legendäre. Die müssen wir neu schmieden. Vielleicht einfach nur random. Ja, das kann gut sein. Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal. Werde ich dann später fürs nachträgliche Video hier zusammenschneiden. Streamst du schon länger? Ja. Och, der Stream hängt bei mir ab und an. Ja, habe ich hier auch schon gesehen, dass die CPU gerade irgendwie ein bisschen meckert. Ich weiß nicht warum. Aber ich werde das hier gerade mal zusammen schneiden für das Video später. Für die, die es nachträglich schauen. Nicht wundern, da wird es jetzt gleich einen Cut geben. Und den Cut, der müsste gerade eben gewesen sein für alle, die es nachträglich gucken. Willkommen wieder zurück. Und dann geht es jetzt hier auch weiter mit Herr der Ringe online. Wann spielst du schon Herr der Ringe? Also Herr der Ringe Online spiele ich seit Herbst, ich glaube es war sogar November 2007. Den Account habe ich mir dann am Anfang noch geteilt und habe mir dann nochmal selber einen erstellt. Das war dann Anfang 2008. Genau. Und ja. Ein paar Monate später, glaube ich, haben wir dann auch für beide Accounts jeweils ein LTA geholt und ja, seitdem habe ich das LTA. Ich habe nicht mal ein Sub-Badge. Ah, doch, jetzt. Echt schon so lange? Ja. Und ich habe keinen Charakter auf dem höchsten Level. Falls das deine nächste Frage ist. Auf welchem Server denn? Ursprünglich auf Maiar angefangen, irgendwann dann zu Bele gewechselt und ja, seitdem bin ich auf Bele.
steht auch unten. Wenn du ein bisschen runter scrollst, da steht das auch, auf welchem Server ich bin. Will auch LTA. Ja, das, ich kenne noch einige mehr, die das auch gerne hätten. Die Elfe gehört auch dazu. Und ich hätte auch so gerne das mal, also ich meine, Bele ist Beste. Das wäre mal ein Giveaway. Also ich glaube, da der Stream wäre hier voll. Wenn das auf diversen Plattformen gepostet wird, der Stream wäre voll. Ich habe auch ein LTA, gute Investition. Ja, ne? Man ist dann doch sehr froh drum. Aber naja. So, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie lange es Herr der Ringe online noch gibt. Weil wir sind ja gerade, ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht und eingelesen, bei Daybreaker als, oder Daybreak als Publisher. Also Standing Stone Games, ne? Und die sind Tochterunternehmen von Daybreaker, also, ja. Und Daybreaker hatte früher Star Wars Galaxy. Und Star Wars Galaxy wurde dicht gemacht in dem Moment, wo die Lizenz auslief und ja, eine Woche später dann Star Wars The Old Republic anfing. Jetzt ist ein neues Free-to-Play Herr der Ringe angekündigt. Und ich hoffe, es existiert beides nebeneinander her. Mal gucken. Wir werden sehen. Genau, darauf wollte ich hinaus. Der Crayon Gourmet weiß schon genau, worauf ich hin wollte. LTA gibt es ja nicht mehr in der Form und damals zu jung. Ja gut, das, da hatte ich halt das Glück, dass meine Mutter, die dann eben den anderen Account hatte, auch gespielt hat. Und von daher, wenn du Eltern hast, die auch zocken, ist das manchmal schon ganz praktisch. Hoffe ich auch Lotro für immer. Ich glaube, dass Lotro für immer, das wird eventuell auch... Also, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass es irgendwann, ja, dass es irgendwann nicht mehr gibt. Ich glaube nicht, dass es so rentabel ist, dass es für immer laufen wird. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weil ich glaube, der Großteil der Spieler ist tatsächlich LTA. Und die spielen halt immer wieder, weil sie zahlen ja nichts monatlich und gucken immer wieder mal rein. An denen verdient man quasi nur noch durch irgendwas im Shop. Oder durch Add-ons. So, kein Add-on, kein Verdienst. Und ja. Also ich kaufe immer noch regelmäßig, trotz LTA. Ja gut, es kommt auch immer darauf an, wie oft man und wie viel man spielt. Und ich meine, weil ich das Spiel unterstützen möchte. Ja, genau, die Leute gibt es natürlich auch. Ich mache das auch nicht anders. Ich gucke zwar immer hier, okay, ich kriege meine 500 Jobpunkte jeden Monat. Aber um dann... Kommerz ist halt Mist. Aber wenn ich hier die Mithril-Münzen mir neu holen muss, ja, gucke ich immer, dass ich da ein großes Paket nehme. Aktuell habe ich noch 224 übrig, also da ist noch ein bisschen Zeit, bis wir die neu brauchen. So. Ah ja, das war für die legendäre Waffe. So, bevor ich jetzt da weiter vorlese, trinke ich mal was. Und dann gucken wir mal, was uns Horn zu erzählen hat. Horn spricht leise, denn was er zu sagen hat, gilt nur für euch. Wir sprachen über viele Sachen im Boot und ich nehme es euch nicht übel, dass ihr euch nur vage geäußert habt. Aber ich habe genug gehört, um zu wissen, dass euer Auftrag hier wichtig ist. Freunde von euch kamen hier vorbei. Freunde, die die Last irgendeines Unheils trugen. Was auch immer sie mit sich trugen. Es wurde von Orks und vielleicht auch anderen gesucht. Wir müssen herausfinden, was aus diesen Freunden von euch geworden ist und ob sie ihre Last noch bei sich tragen. Horn hebt seine Stimme, um den nahestehenden Rohirrim mit einzubeziehen. Und dieser Mann hat unser Boot verfolgt, als es flussabwärts getrieben wurde, und mir vom Ufer zugerufen. Sein Name ist Famrik und er ist mit einer Gruppe von Rohirrim von der Steppe gekommen. Ich möchte, dass wir seinen Leuten helfen, sollten sie das wünschen. Aber zuerst müssen wir das eigene Lager vorbereiten. Fragt Nona und Kurodan nach ihrer Meinung und sammelt danach Äste für ein Feuer ein. Ich werde dasselbe tun.
Dann machen wir das mal. Ich vertraue diesem Framrik nicht. Hm. Aber Horn möchte, dass wir ihm helfen. Habe auch das große Mordor-Paket gekauft, obwohl ich erst Level 40 bin. Bin halt ein Fan. Ich habe auch das große Mordor-Paket genommen, auch aus dem Grund, um es zu unterstützen. Weil, wie gesagt, so oft gebe ich kein Geld mehr hier aus und deswegen, ja. Die Musik in Rohan ist immer noch die beste. Das stimmt, die ist immer noch sehr schön. Ich vertraue diesem Famrik nicht. Mir gefällt nicht, wie er mich aus seinen Augenwinkeln heraus beobachtet. Wenn er nicht aufpasst, wird er die Bräuche meines Volks durch das Schwert Vardus kennenlernen. Aber Horn will, dass wir ihm helfen. Ich verstehe diese Treue gegenüber den Pferdeherren nicht. Sie haben ihn verbannt. Er sollte sie dafür hassen. Ich werde meine Meinung über sie nicht aufzwingen. Aber ich verstehe das nicht. Tja, manchmal ist guter Rat teuer. Die Herrin Galadriel hat mir gesagt, was unser eigentlicher Auftrag ist. Ich habe euch Horn und Nona gegenüber im Boot nur vage zum Thema geäußert. Ihr habt euch nur Horn und Nona gegenüber im Boot nur vage zum Thema geäußert. Aber ich weiß, warum wir wirklich hier sind, Dodaka. Die Herrin Galadriel hat mir gesagt, was unser wahrer Auftrag ist. Ihr Vertrauen verrate ich nicht. Während wir uns hier am Ostwall aufhalten, glaube ich, dass wir Famriks Leuten helfen sollten. Horn will das offensichtlich. Aber wir müssen auch nach Hinweisen auf unsere gemeinsamen Freunde Ausschau halten. Sie sind in dieses Land gekommen, das wissen wir. Was ist aber danach aus ihnen geworden? Das bleibt ein Rätsel und wir müssen die Lösung dazu finden und ihnen helfen, wenn wir das können. Aber zunächst hat Horn recht. Wir müssen Zweige einsammeln, um ein Lagerfeuer zu machen, oder wir werden eine kalte Nacht erleben. Ja, das ist dann wohl richtig. Also wir schauen mal hier gemeinsam auf die Karte. Wir sind jetzt hier. Die Gefährten sind hier abgestiegen und dann hier zum Amon hin. Und ja, also ich glaube, bis wir die finden, das dauert noch ein bisschen. Wir sind jetzt bei Buch 7, Kapitel 7. Und das Buch hat, glaube ich, nur noch 3 Kapitel. So. Jetzt ist die Frage. Schwertfund. Oder Schwertfund, müsste man den ja aussprechen. Kann man hier Vorratshändler? Ist natürlich super, ne? Ist ganz toll. Waffen neu schmieden. Könnten wir. Hallo? Wo geht's hier hoch? Da. Die Steppe, die haben wir jetzt komplett übersprungen. Zu den Leuchtfeuerbergen. Ach, guck an. Zu den Nordhufen. Eldhengels. Okay. So, da haben wir dann nochmal eine bessere Ansicht. Bisschen größer von Ostrohan. Hast du schon ein Kriegsross? Nein. Habe ich mit Absicht nicht, weil das kommt ja in den Büchern vor und deswegen warte ich darauf. Das kommt ja im nächsten Buch dann. So. Wo kommen wir denn? Ja, hier können wir neu schmieden. Das ist Flutwend. Da könnten wir jetzt hin zurückreiten oder wir nutzen die Stallmeisterkarte. Hier, so. Wir sind hier. Ludwend, da könnten wir uns hinbegeben. Das wären 5 Mithrilmünzen, die uns das kostet. Aber wir können auch einfach reiten. Ich glaube, wir reiten mal. Sind noch nicht geritten in dieser Folge. Von daher
reiten wir da mal hin. Wenn wir denn da hinkommen? Jetzt war mir gar nicht bewusst, dass hier so eine Mauer ist. Krieger. Das ist ja die Straße. Da ist ja gegnerisches Lager. Dann da vielleicht nicht lang. Wir gehen mal zur Straße. Wir suchen mal die Straße. Die ist hier. Da haben wir auch schon die Straße. Und dann reiten wir da mal entlang zur Steppe. Um da gerade mal die Waffen neu zu schmieden. Weil das sind sonst verschenkte Erfahrungspunkte. Das muss nicht sein. Ah, ich sehe hier auch gerade, das fällt mir jetzt erst auch, ich sehe beim Stream Labels, dass die Elfe beim zweiten Monat ist. Die Elfe ist im zweiten Monat. Nein, also vom Abo her, ne? So. Ich will jetzt hier keine Gerüchte streuen. Gerüchte, die absolut nicht stimmen. Was anderes an Musik, ne? So. Ich hab doch da gerade. Ach, da stand ein Pferd auf der Weide. Ich dachte gerade so, hä? Halt. Wo wollen wir lang? Hier lang. Kappa. Ich glaube, das war die erste Musik, die man zu dem Addon gehört hat. Neutat, Städte von Ostrohan. Ihr habt Flutwend entdeckt. Sehr schön. Wir könnten die jetzt alle einmal abreiten. Das ist günstiger als wenn wir irgendwas anderes machen. So, da ist auf jeden Fall der Stallmeister. Seid gegrüßt, Freund der Rohirrim. Ja, guck, die können wir jetzt alle einmal abreiten. Müssten wir eigentlich tatsächlich mal machen. Und die Stallmeister alle einsammeln. Und dann können wir zu denen im Zweifelsfall schneller wieder zurück. Kampfgruppe. Aha. Also berittenen Kampf habe ich damals auch nur, ich glaube, auf dem Testserver irgendwie wirklich genutzt. Wahrscheinlich, also hier, ne, die Steine, an denen sieht man dann anhand der Texturen. Ja, es ist schon besser geworden. An gewissen Texturen. Hier zum Beispiel. Aber allzu nah darf man an die dann auch nicht dran gehen. Und was macht denn OBS gerade? OBS ist gerade dezent überlastet. Zumindest sah es gerade so aus. Also in den späteren Städten wird das hoffentlich dann etwas besser. Rittnerkampf kann auch Krebs sein. Naja. Mal gucken, wann das auf uns zutrifft. Mithalle. So, hast du ein Lieblingsessen? Tatsächlich Maultaschen. Ansonsten alles, was aus Nudeln ist. Wo ist denn hier der Typi zum Neuschmieden? Der hier oder auf der anderen Seite? Da vor mir ist er doch. Ach, der ist da drin. Okay, gut zu wissen. Huch. Hast du
Hast du einen Lieblingsfilm? Jetzt werde ich ja ausgefragt. Seid willkommen. einen kann ich nicht sagen. Mehrere. Moment kurz. Das noch. Also, ja, und zwar, also ich habe mehrere Lieblingsfilme. Herr der Ringe auf jeden Fall. Star Wars, die Filme. Harry Potter, auch die Filme, auch die Bücher. Ansonsten Beverly Hills Cop. Der Prinz von Zamunda. Und auch der die Glücksritter, die auch. Gehört ja quasi mit dazu. Gibt keine Privatsphäre mehr jetzt. der Prinz von Ägypten. Den mag ich auch sehr gern. Und ansonsten diverse Disney-Filme und ja, Bernhard und Bianca zum Beispiel. So, haben wir hier dann... Seid herzlich willkommen, mein Freund. Irgendwas, was wir wieder zerlegen können? Nö, ne? Ja, Mann, Bill Cosby ist mein Lieblingsschauspieler. Bill Cosby? Eddie Murphy, meinst du? Also, Bill Cosby ist auch super. Also, Bill Cosby Show habe ich auch immer gern geguckt. Wenn es aber um Sitcoms geht, dann ist die Nanny ungeschlagen. Meine ich ja. Also, die Nanny ist für mich als Sitcom ungeschlagen. Es gibt natürlich unterschiedliche Meinungen dazu, aber ich persönlich kann die Nanny halt einfach immer wieder gucken als Sitcom. Und deswegen heißt unser Bot, unser Chatbot ja auch Butler Niles. So. Und wenn ich weiß, welche Figur da gemeint ist, einfach mal draufklicken, dann seht ihr quasi das Icon von ihm, den Avatar. So, ich weiß nicht, soll ich mal die Stallmeister alle kurz einsammeln? Das wäre, glaube ich, mit das Beste, wenn wir schon mal hier sind. Seid gegrüßt, Freund der Rohirrim. Dann mache ich das mal gerade schnell. Das ist dann mit am günstigsten. Wenn sie hier schon so eine Schnellreise anbieten, nutze ich die auch mal. Also Flutwend waren wir jetzt schon. Auch schön, wie er das Thema einfach immer wieder mal anders untergebracht hat. So. Was habt ihr mit den Rohirren zu schaffen? Ach, schön. Da müssen wir noch hin. Auf jeden Fall ist die Musik einfach cool. Finde ich, von Rohan. Gibt auch hier und da immer mal wieder so altbekannte Stücke, die man schon aus Bree kennt. Aber im Großen und Ganzen sind hier vorrangig neue Sachen. Unsere Aufgabe drängt. Wofür war das jetzt? Wofür war das Rest in Peace? Afghanen. Dobi, erklär dich.
aber direkt den Ork umgeritten. Ich habe schnelle Reise genommen, oder? Nicht. Ah, doch. Ich dachte gerade schon. Den grünen Rasen von ein paar Galen unterhalb des armen Hennen entdeckt. Danke, Elfe, fürs Verschenken und willkommen, Tobi, bei den VIPs von Dodas Welt. Willkommen und seid gegrüßt. So, hier können wir jetzt auch wieder nach Dutzenden Sachen hin. Ach, das Stück ist ja, habe ich ja auch schon ewig nicht mehr gehört. Das ist doch hier Tom Bombadil. Oder nicht? Das ist doch das. Tag der Geschenke. Ja, der letzte Bringer der Geschenke entpuppt sich als Sauron. Ja, der hat ganz andere Geschenke dann dabei. Jo, und ich nehme euch heute alle Subs wieder weg. Ganz böser Sauron. So. Verrate mich doch nicht. Ah, siehst du, da kommt die Fehlermeldung auch mal. Tja. Energie musste dann. Für Energie musste ein bisschen länger zugucken. Hey, no. Energie kriegst du natürlich auch gegen Spenden. Nur mal, wollte ich nur mal gesagt haben. Also ich zwinge absolut niemanden zu einer Spende, aber ich erwähne es halt. Ne? In dem Fall, wenn jemand Energie haben möchte, geht das natürlich auch durch eine Spende. Tobi Prime, PayTV. So, wir reiten. Ja, welche haben wir jetzt schon alles? Mal genug aus meiner Sicht, von daher reiten wir nach Flutwend zurück, war das, ne? Flutwend. Ja, reiten wir nach dahin zurück. Ach ne, Mandys Lager ist sogar näher. Dann nehmen wir Mandys Lager und krass, doch. Die Elfe verschenkt hier gerade. Du hast 5 auch nochmal Dutzende Abos verschenkt oder was? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Was hast du gemacht? Also an Nisro German, willkommen bei den VIPs und Dodas Welt. Phil der Beast. Auch du willkommen und Invictus LP, auch dir willkommen bei den VIPs von Dodas Welt. Was hast du denn gemacht? Wenn du sagst, du wusstest gar nicht, dass das geht. Hab 3 verschenkt. Achso, okay. Wer ist denn das gemacht? Kann man irgendwo auch eine individuelle Zahl einstellen? Aber auf jeden Fall danke dir fürs Verschenken. Da haben wir jetzt auf jeden Fall. Okay, siehste. Nochmal kurz. Jetzt nicht wundern, es ruckelt, weil ich den Browser aufgemacht habe. Ich wollte jetzt nur mal kurz nachgucken, wie viele Abonnenten wir jetzt haben.
Noch jemand ohne Abo? Genau, so in etwa 14 Subs, Alter. Das ist krass. 14 Subs ist krass. Heute gab es 10 neue Abos. Oder zumindest für den Monat, jetzt in den letzten 30 Tagen. Können sich tatsächlich noch umbenennen, siehst du? Aber mach's nicht. Wir wissen jetzt, wer du bist. Außer du willst dich natürlich umbenennen. Aber du bist Tobi. Du bist Tobi, aber nicht Topi. Das ist wer anders. So. Schauen wir doch mal kurz. Ja, krass. Also, mein Ziel wäre es ja tatsächlich, dass wir es irgendwie hinkriegen, diese 75 durchschnittlichen Zuschauer zu erreichen. Umbenennen? Er will sich auf Twitch umbenennen. Mach was, Elfe. Tobi will sich umbenennen. Wieso? Wieso du was machen sollst oder wieso er sich umbenennen will? Wieso er sich umbenennen will, das musst du ihn fragen. Das muss er beantworten, das kann ich nicht. Ah ja, hier haben wir doch die Melodie, die ich eben gepfiffen habe. Die alte Startmelodie. Stimmt, das ist auch die alte Startmelodie. Tatsächlich. Wo du recht hast, hast du recht. Oh, hier können wir schon direkt die Zweige einsammeln. Leg mal gleich Feueröl ein. Siehste, genau aus dem Grund. Die ist geil. Ja, aber die hat man auch genug gehört, von daher. So, Ork-Bezwinger von Ostemnet. Guck an. Ja, ich hab schon verstanden, dass du die Melodie meintest. So. Aber wie gesagt, die hat man lange, viele Jahre gehört. Ich glaube, seit der Free-to-Play-Umstellung, oder? War den noch länger. Schön, nochmal eine andere Version. Wer, wo, was? Ach, da hinterm Busch, die Sau. Dich mach ich klein. Ich kam im Sommer 2011 und da gab es sie. Ja, das ist ja, glaube ich, auch die Zeit gewesen, wo auf Free-to-Play umgestellt wurde, wenn ich mich richtig erinnere. Was denn der nächste? Also was ich eben von angefangen hatte zu erzählen, ich habe tatsächlich so den Wunsch und das Ziel, ja, einfach diese durchschnittlichen 75 Zuschauer Minimum
zu erreichen, die Twitch halt voraussetzt, um Twitch-Partner zu werden. Das wäre schon irgendwie ein schönes Ziel, wenn man das gemeinsam mit euch einfach erreichen würde. Das fände ich sehr toll. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Noch eine Tat verliehen? Achso, nochmal. Heil. Urukai-Bezwinger, okay. Ork-Bezwinger und Urukai-Bezwinger. So. Ne, also wie gesagt, das wäre schon was, wo ich mich sehr drüber freuen würde. Das wäre schon sehr toll. Also, hab Kutmas das knapp verpasst. Ja, dann war das genau die Zeit. Also Codemasters war schon auch nicht schlecht, aber was dann schlecht war im Endeffekt, weil ich glaube, es gab auch nicht unbedingt eine andere Möglichkeit dafür. Und deswegen gibt es auch keine Möglichkeit, groß irgendwie Events zu machen, wo sie dann irgendwie accountmäßig was vergeben können oder ähnliches für Standing Stone Games. Weil Turbine hat damals den quasi die Datenbank der europäischen Spieler, ja, wenn man so möchte, als 1 bekommen. Das war also nicht dann einfach so hier dieselbe Datenbank, wie ihr sie auch nutzt, sondern ja, das könnt ihr euch eigentlich vorstellen wie so eine, was nennen wir da, wie eine verpackte Datei, die man aber in Gänze integrieren muss. Die dann aber nicht weiter aufgeschlüsselt wird, sondern es gibt quasi die amerikanischen Spieler und irgendwo kommt dann quasi wie als Spieler der Punkt für die europäischen Spieler. Und das ist halt leider blöd. Und deswegen gibt es da für die Events nicht so diese Möglichkeit, wie sie es gerne machen würden. Oder die Möglichkeit hätten. Das ist zumindest das, was uns damals erzählt wurde, als das bei Warner Brothers halt war. Und da habe ich ja für eine gewisse Zeit auch zum Spielerrat gehört. Und deswegen, ich glaube, so nach ein paar Jahren, das ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre her, dass uns das erzählt wurde. Von daher, ich denke, das kann man durchaus auch mal erzählen, ohne dass da zu irgendwelchen Schwierigkeiten kommt. Ihr habt ein paar gefunden? Gut, holt jetzt die Vorräte aus dem Boot. Ja, das schaffen wir. Also das bezog sich auf die 75 durchschnittlichen Zuschauer, ne? Ich denke auch, dass wir das schaffen. Einfach kontinuierlich weitermachen. Und ich meine, wir haben jetzt nach einem guten Jahr, wo ich jetzt, oder fast einem Jahr, wo ich Twitch-Affiliated-Partner bin, sind wir bei durchschnittlich 5 bis 6 Zuschauer, vielleicht heute dann tatsächlich auch mal mehr. Und ja, wenn wir das weiter steigern können und erst einmal auf durchschnittlich 10 oder 20 steigt, ist das schon viel. Und das würde mich auf jeden Fall schon sehr, sehr freuen. Weil dann ist, also es macht, ich denke, jeder kann sich da reinversetzen in die Lage, wenn man streamt und hat einen Chat nebenbei offen und im Chat passiert einfach nichts. Dann denkt man halt so, langweilig jetzt? Ist gerade irgendwie, spiele ich das falsche Spiel? Guckt keiner zu? Was ist hier los? Also ich habe mit Absicht die Zuschauerzahl immer nicht offen, weil ich glaube, mich wird das deprimieren, wenn halt dann tatsächlich mal keiner zuguckt, dann würde ich denken, ja okay, jetzt spielt das falsche Spiel, jetzt mache ich aus. Und um das zu vermeiden, um einfach weiterzumachen und weiterzumachen, um vielleicht dann doch noch Leute anzusprechen, die das Spiel mögen, ja, mache ich das halt so. Du nimmst ja wenigstens Zeit für den Chat. Ja gut, klar. Also ich meine, hallo? Was wäre der Stream ohne den Chat? Dann könnte ich auch Let's Plays wieder machen. Dann bräuchte ich nicht Livestreamen, wenn mir das mit dem Chat nicht so wichtig wäre. Also, die Interaktion mit euch finde ich schon sehr wichtig und die macht mir auch am meisten Spaß. Ich habe ja seit 2012 bis... wann habe ich das mit YouTube jetzt aufgehört? Dieses Jahr quasi. So. Ja, das sagst du so. Bei vielen ist das nicht so. Okay. Kommt auch immer drauf an, auf die Menge der Leute, ne? Cloud005, guten Abend auch dir. Schön, dass du da bist. Willkommen bei Herr der Ringe Online. Mit mir, dem Michael, auch bekannt als Duda oder Dudaka. Ich nenne dich einfach nur Cloud. Aber finde ich eine lustige Schreibweise. Finde ich schön. Ist mal was anderes. Soll ich dir mal einen Shoutout geben auf meinem YouTube-Kanal? Du, sehr gerne. Also... Ich habe noch keinen VIP.
Cloud, danke fürs Folgen und willkommen bei den Bewohnern von Dodas Welt. Also, Drache oder Drachenlord, du bist da recht herzlich eingeladen, das zu machen. Also, ich werde dich nicht davon abhalten. Ja, Janik. Wart mal ab, vielleicht kommt ja noch eins. Wenn du noch ein bisschen dran bleibst, vielleicht habe ich ja noch eine Überraschung. Aber ich verschenke jetzt, also ich kann wirklich nicht an jeden, das Geld habe ich dann auch nicht, an jeden Zuschauer ein Abo verschenken. Das kann ich leider auch nicht machen. Aber, ja. Wahrscheinlich der echte Lord, oder? Zumindest nach dem, was ich recherchiert habe, dürfte das rauskommen, ja. Scheint so zu sein. Und das, was er vorhin geschrieben hat, würde da auch reinpassen. Lotro, sehr schön. Wie freut es mich immer wieder, wenn ich Leute sehe, die das spielen. Ja, zwar in die Jahre gekommen, aber atmosphärisch immer noch eins der besten MMOs. Ne? Dem kann ich dir vollkommen zustimmen. Und wir haben vorhin auch schon festgestellt, ich bin einer der wenigen deutschen Streamer, die das überhaupt noch spielen und halt auch die Story machen. Und ja, sich da Zeit für nehmen. Lotro ist Beste. Sehr schön. So, machen wir mal kurz weiter hier, dass wir das Buch heute auch noch fertig kriegen. Das würde ich gerne heute noch schaffen. Habt ihr welcher ist das? Der Horn. Habt ihr genügend Zweige fürs Feuer gefunden? Gut, ich werde dies mit den von Nona und Korodan eingesammelten zusammentun und bald werden wir ein ordentliches Lagerfeuer haben. Werdet ihr die Vorräte aus dem Boot ausladen, damit wir festlegen können, wie viel wir noch haben? Ja, mache ich gern. Mal Elder Scrolls angefangen, aber dieses schnelle Geklicke ist nichts für mich. Ja, Elder Scrolls hatte ich auch mal angefangen, aber auch nur so testweise. Von wo? Ach, das Boot anklicken. Ihr holt die übrig gebliebenen Vorräte aus dem Boot zum Verteilen heraus. Alles klar. Ach, und da soll ich jetzt was auswählen. Tassen, überragende Kaffeemischung. Zweites Zeitalter? Ernsthaft? Spiel der Kindheit und des Erwachsens werden zugleich. Sieht bei mir auch so aus. Michael, ist bei mir exakt dasselbe. Also ich habe das Spiel angefangen. Da bin ich gerade 16 geworden. Ja. Von daher, ich kann das absolut nachvollziehen. Den Kaffee hätte ich schon irgendwie gerne. Ich finde das lustig. Ah ne, zweites Frühstück, nicht zweites Zeitalter. Ich dachte schon, das wäre ja lustig. Laufgeschwindigkeit außerhalb des Kampfes erhöht. Mit Kartoffeln. Alter, wir müssen eigentlich Met nehmen. Das habe ich vorhin vergessen bei den Lieblingsessen. Ich war 12. Ja, siehst du mal. So hat jeder ein anderes Alter gehabt. Aber 12 ist dann tatsächlich noch mehr Kindheit zu erwachsen werden. Bei mir, ich war ja fast schon erwachsen. Späte Teenagerjahre. Mit Kartoffeln. Eigentlich müsste man das nehmen. Zwiebel-Haferflocken. Also es gibt Mischungen, da frage ich mich echt ein bisschen Haferwürste. Pfannkuchen wäre auch schön. Oh, Pfannkuchen wäre jetzt geil. Oh, schön mit Nutella. Oh, hätte was. Tja, naja. Vitalität und Beweglichkeit. Haben wir das hier auch? Nein, haben wir Schicksal. Ich muss eigentlich Schinken-Haferriegel nehmen, aber die klingen auch sehr lecker, die nehmen wir auch. Da war Laufgeschwindigkeit. Wir nehmen mal das. So. Hab die Tage auch wieder zurückgefunden, kam doch einiges dazu. Ja, das stimmt wohl. Da ist, je nachdem wann du zuletzt gespielt hast, kam einiges dazu. Will auch Pfannkuchen. Ja, das geht mir auch so. Ich hätte jetzt...
Je länger wir drüber reden, umso mehr Bock habe ich auf Pfannkuchen. Aber ich stelle mich jetzt nicht nachts um 10 in die Küche und mache nochmal welche. Wir haben leider auch keine Fertigmischung da. Schade. Naja. Die Vorräte reichen für einen kurzen Aufenthalt aus und ihr teilt sie unter euren Gefährten auf. Ich auch. So, Grodan. Port Galen ist vielleicht ein guter Ort, um mit unserer Suche anzufangen. Ich finde es gut. Ich finde es gut, Famrik zu helfen, solange wir das können. Aber behaltet immer unser eigentliches Ziel im Auge. Während ihr südlich durch die Wälder des Ostwalds reist, haltet Ausschau nach einer grasigen Lichtung entlang des Anduins. Jener friedliche Ort heißt Pafgalen und könnte ein guter Ausgangspunkt für unsere Suche sein. Okay. Ja, da unten. Okay. Gucke ich doch gerade mal. Jetzt müssen wir da wieder hin zurückreiten. Ich brauche eure Hilfe, wenn ihr könnt. Aber ich lese kurz mal schnell durch, weil das ja keine Buchquest ist. Auf welchem Server spielst du? Bele. Ich spiele auf Bele oder Belegaer oder Belegir. Jeder spricht das irgendwie ein bisschen anders aus. Also Bele auf jeden Fall. Welches Lager ist das denn jetzt? In die Nähe des Pfads in die Nordhufen. Aber ist das, Bitbold? Ne, Hütbold zählt zu den Sudhofen. Ich kann es ja mal annehmen und gucken, wo es hingeht. Immer noch. Er war ja vorhin nicht da, als das schon gefragt wurde, von daher. Alles gut. Habe ich auch extra unterm Stream geschrieben. Wenn ihr ein bisschen runterscrollt, da steht das in den Infos auch mit drin. Bei denen, was ich gerade spiele, und dann steht Herr der Ringe Online in Klammern Belegir. Ich glaube, ich habe da auch einen Command für gehabt. Oder? Hatte ich den hier nicht mehr? Nee, sieht nicht so aus. Naja. Also wer es lesen möchte, hatte jetzt, glaube ich, lang genug die Möglichkeit, das zu lesen. Ich lese halt die Nebenquests, die lese ich nicht vor, aber die Hauptquests, die lese ich vor. So, ach, das ist hier Mansigs Lager. Ja, die nehmen wir mal. Die brechen wir mal ab. Flupp. So. Also wir können jetzt da runterreiten nach Pafgalen. Oder wir nehmen einfach mal den Stallmeister. Da war es gut, dass wir den genommen haben. Das kostet nämlich nur noch 2. Da diese Abkürzung zu nehmen, die ich da kenne. Ein weggeworfenes Bündel im Gras fällt euch auf. Untersucht das weggeworfene Bündel. Ach da. Und erlebt das Auseinanderbrechen der Ringgemeinschaft. Ach. Du ahnst es nicht, da kommt noch so ein Ding. Wir spielen Boromir, okay. Die finstere Macht des Ringes kann selbst die treueste Gefährtengruppe auseinandertreiben. Was ist zum Spiel? Boah, das dauert dann wieder so lang, aber ich will das Buch eigentlich heute fertig kriegen. Na komm, wir machen das Buch heute noch fertig. So lang geht der Stream auf jeden Fall. So, mal gucken. Unseren gemeinsamen Freunden ist etwas zugestoßen. Die Zeichen befinden sich überall am Ostwall. Doch woher kam die Gefahr?
Vielleicht sogar aus den eigenen Reihen? Tja, das mag wohl sein. Geil, bei Frodo noch überall die echten Namen und so drüber. Als Aragorn, Frodos Diener, dieser Halbling, der andere Halbling, der Zwerg, der Elb, Aragorn. Sehr geil. So, ich ändere gerade ja erstmal kurz das Interface. Man muss Oberfläche aussehen, laden. Blub. So, na, das müssen wir gleich nochmal machen. Dauert dann immer einen Moment. Und damit das hier nicht so komisch aussieht, dass ich irgendwie fliege. Setze ich mich mal gerade hier runter. Sieht dann ein bisschen besser aus für den Moment. Ja, Boromir konnte sich ganz toll Namen merken. Das stimmt wohl. So, jetzt haben wir das ja auch korrigiert. So, was kann er denn hier alles? Also er ist auf jeden Fall Hauptmann, oder? Zerstört die Feinde Gondors. Gucken wir mal gerade, was ist da irgendwas? Kraftkostenkasten, Augschläge, Quetschung. Hat alles 6 Sekunden, 4 bis 6 Sekunden Abklingzeit. Zorn von Gondor. Ihr könnt die Effekte von Benommenheit oder Betäuben abschütteln oder euch vom Zustand zu Boden geschlagen rasch erholen. Okay. Na gut, gucken wir mal, was uns Aragorn zu sagen hat. Hast du eigentlich auch die Filmschwerter gesammelt? Also, na, was heißt auch? Also ich habe eins. Das wurde mir damals geschenkt. Vom Fanchwan. Und bin ich ihm auch immer noch sehr, sehr dankbar für. Jetzt auch schon wieder... Wie viele Jahre? 3, 4 Jahre her oder so? Oder mehr? Weiß ich nicht mehr genau. Ist auf jeden Fall schon einige Jahre wieder her. Und das ist Aragorns Schwert oder Gandalfs Schwert. Bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es war Aragorns Schwert, aber wie gesagt, ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher. So. Ich verstehe Boromir, aber du kennst die Worte Gandalfs. Obgleich es Stärke in Minas Tirith gibt, ist es keine Stärke, die uns bei Frodos Last behilflich sein würde. Wenn es hier um eine Sache ginge, die man mit Waffengewalt entscheiden könnte, würde ich sofort zustimmen, nach Minas Tirith zu gehen. Doch ich fürchte, dem ist nicht so. Wenn Frodo zurückkehrt, wird er uns seine Entscheidung mitteilen. Und wir werden ihn nach Kräften unterstützen, nicht wahr? Also Anduril, die Flamme des Westens, nicht ja, müsste das sein, weil im Film hat er im Grunde kein anderes, wenn man ganz, ganz, ganz genau ist. Aber schon am Anfang des Films das Schwert. Aragorn versteht das nicht. Meine Stadt braucht den Ring, um zu überleben. Ich denke, wir sollten nach Minas Tirith gehen, Boromir. Gäbe es eine Abstimmung, wäre dies meine Entscheidung. Du hast uns berichtet, dass der Feind Minas Tirith zerstören möchte. Und meiner Meinung nach werden wir dort am meisten gebraucht. Aber ich stehe Frodo bei, wie auch immer er sich entscheidet. Der Elb ist ein wertvoller Gefährte, aber seine Pfeile sind nichts im Vergleich zur Macht des Rings. Findet Frodo und überzeugt ihn, dass er den Ring nach Minas Tirith bringen muss. Er ist in Richtung Nordwesten gegangen. Ja gut, ich weiß ja, wo er hin ist. Oh, es bohren mir langsam. Huch. Amon hin. Ah, okay, jetzt sind wir hier oben. Gleich schon hoch. So kann man das natürlich auch schneller machen. Ihr habt Frodo gefunden, aber er hat euch noch nicht gesehen. Du bist sehr freundlich, Boromir, doch ich sehe hier keinerlei Gefahr. Wenn es Orks in der Nähe gibt, halten sie sich auf der anderen Seite des Flusses auf. Ich wandere einfach nur herum und denke darüber nach, was ich tun soll. Doch diese Entscheidung fällt mir nicht leicht. Ich weiß, was ich tun muss,
Aber ich habe Angst. Sprecht mit Frodo und findet heraus, ob er sich bereits entschieden hat. Ich weiß, was ich tun muss, aber ich fürchte mich davor, es zu tun. Sprecht mit Frodo und berichtet ihm von Minas Tirith großer Not. Frodo hat seine Entscheidung noch nicht getroffen. Vielleicht lässt er sich ja überzeugen. Ich weiß, dass Minas Tirith in Gefahr ist, Boromir, aber ich kann den Ring nicht dorthin bringen. Du hast gehört, was Gandalf im Rat gesagt hat. Und Elrond... Mein Weg führt mich nach Osten, hin zum Feuer. Der Ring kann Gondor nicht retten. Seine einzige Macht ist die Macht der Zerstörung. Er hört nicht zu. Elben und Zauberer haben seinen Kopf bereits mit Unsinn gefüllt. Der Ring kann Gondor nicht retten. Seine Macht dient allein der Zerstörung. Boromir, der Ring ist meine Bürde und ich werde ihn nicht dir geben. Du bist nicht du selbst. Der Ring bestimmt über deine Worte. Lass nicht zu, dass er auch über deine Taten bestimmt. Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Er ist ein Narr. Er würde uns alle ins Verderben stürzen. Er wird Sauron den Ring bringen. Ich habe dir nichts weiter zu sagen. Boromir, nein! Der Ring kann Gondor nicht retten. Er muss zerstört werden. Boromir, nein! Tu das nicht! Wow, jetzt muss ich gegen Frodo kämpfen. Nein, der Narr, er hat uns alle ins Verderben gestürzt. Suche im hohlen Baumstamm. Achso, wir suchen jetzt erstmal Frodo, ob er irgendwo noch ist. Zeig dich, du Schuft, wo ist der Ring? Vermaledeite Hobbits, wo ist diese feige Kreatur? Sehe ich doch schon, dass da keiner drin ist. Lass dich hier, wo ist der Ring? Frodo ist verschwunden, ihr solltet zum Lager zurückkehren. Vielleicht vergibt er euch ja euren Wutausbruch. Der Zorn verfliegt wie... Boah, so schnell konnte ich nicht lesen. Der Zorn verfliegt so schnell, wie er gekommen ist. War irgendwie sowas, ne? Sehr nett. Was denn? Was meinst du? Frodo ist nirgendwo zu sehen. Boromir, was hast du getan? Wir müssen uns paarweise aufteilen, vorsichtig. Nein, wartet, komm zurück. Frodo, Frodo! Jetzt habe ich das andere Weiße auch wieder nicht lesen können. Naja. Boromir, wenn er vom Ring besessen ist. Achso, sehr nett, ja. Äußerst zuvorkommend und überaus freundlich. Dann ist er nett. In der Zwischenzeit beim Ladescreen. Ups. Habe ich das hier schon mal hoch? Muss ich aber gerade nochmal gucken, ob das so hinkommt. Nee, nicht ganz. So. Jetzt mal wieder korrigiert. Okay. Was? Moment. So. Ich baller den hier kurz mal weg. So. Folgten Spuren zur Lichtung der toten Orks und erlebt das Horn von Gondor. Ah, okay. Also geht noch weiter. Ist alles noch Kapitel 8? Okay. Spuren am Boden lassen erkennen, dass eine große Zahl an Füßen vorbeilief. Okay, wir folgen den jetzt einfach mal. Aber die hören hier auf. Oder gehen die in die andere Richtung?
Muss ich die jetzt alle einzeln aufheben, oder was? Sagen mir doch die ganze Zeit nur dasselbe. Diese einzelne Flöte ist auch schön. Welche Lichtung denn am... Ah, hier. Okay. Doch, da vorne ist noch eine. Ich dachte gerade schon so, hä, wo müssen wir jetzt lang? Ist ein bisschen gemein gemacht. Okay. Okay, wir könnten auch dem Pfeil einfach folgen. Das wäre wahrscheinlich noch am leichtesten dann am Ende. Jetzt weiter. Ist in diese Lichtung, Mensch. Sag mal. Ach, unser schnelles Laufen ist aus, deswegen dauert das so lang. Aha. Ich habe deine Lichtung voll mit toten Ochsen entdeckt. Was ist hier wohl geschehen? Wenn er näher kommt, schlitze ich euch auf. Die Quest nehme ich nicht an. Geht und nehmt einen von meiner Sippe den Schlauch und bringt ihn mir. Dann erzähle ich euch, was sich hier zugetragen hat. Ich erlebe das lieber selber. Nisru, Ger oder German Nisru, auf jeden Fall vielen Dank für den Follow und willkommen bei den Bewohnern. Du bist ja auch schon VIP, wenn ich mich nicht täusche. Ja genau, bist auch schon VIP. Von daher Bewohner und VIP jetzt. Auf jeden Fall willkommen nochmal. So. Ach, es war ein Vogel gerade. Überreste von Urukai. Boromir hat von Aragorn einen besonderen Auftrag erhalten. Rettet die Hobbits. Na dann, machen wir das doch gerade mal. Kann ich mich ja hier gerade wieder zurückbewegen. Geht ja zum Glück immer sehr schnell. Irgendjemand hat den Uruk-hai am Ostwall einen mächtigen Schlag versetzt. Doch reicht es, um unsere gemeinsamen Freunde vor dem Tod zu bewahren? So, schnell mal das Interface geladen. Die Hobbits brauchen eure Hilfe, Boromir. Oh, und einfach mal alles drauf, ne? Danke, Boromir. Na, guck mal, jetzt haben sie auch Namen. Er ist aus dem Wald in diese Richtung gelaufen, Boromir, und es schien, als wäre er nicht allein. Ihr seid erstaunt, ob der plötzlich grimmigen Haltung der Hobbits... Sie sehen aus wie Kinder, und doch beginnt ihr die Entschlossenheit zu erkennen, von der Gandalf sprach. Wir müssen Frodo finden, Boromir. Wenn du mit seinem Verschwinden zu tun hattest, kannst du es wieder gut machen, indem du uns jetzt hilfst. Da lang, wir müssen Frodo finden. Was passiert da, Merry? Wow.
prickeln wir die mal kurz und klein. Verteidigt die Hobbits. Das Horn darf ich dann wahrscheinlich erst nutzen, wenn es freigeschaltet wird. Ja, mit Hilfe geht das auf jeden Fall nochmal schneller. Glaubst du, die Orks haben Frodo gefunden? Es klingt, als wäre da eine Menge Orks in den Wäldern, Boromir. Boromir, Hilfe! Ja! Natürlich! Alles klar. Also gut, wir haben genug Leben, also die schaffen wir locker eigentlich zu überleben. Hoffen wir mal. Wir machen einen Lärm, unfassbar. Guck mal, wir haben sie tatsächlich überlebt. Nimm das! Noch so. Wahrscheinlich mit der nächsten. Es sind dann so viele, dass wir sie nicht schaffen. Der Chat hat das gerade eben irgendwie nicht funktioniert. Oh, hast du auch die Probleme? Der Graso hat auch immer wieder Probleme heute. Also, scheinst nicht allein zu sein, Graso. Aber schön ist so, dass du schreibst. Boromir, bist du verletzt? Merry, er sieht nicht gut aus. Bleib in der Nähe von Boromir, Pippin. Bleib in der Nähe von Boromir, Pippin. Die App funzt. Ja, siehst du. Also die Windows-App oder die Handy-App? Es gibt ja auch eine Twitch-Windows-App. Ich wegen kleiner Tastatur. Handy. Ah, okay. Ich unterstütze gerne einen deutschen Lotro-Streamer. Ich liebe dieses Spiel und freue mich, dass du dich dafür entschieden hast, dieses Spiel zu streamen. Ja, freut mich auch und danke dir für die Unterstützung. Ihr braucht Hilfe, ihr müsst das Horn von Gondor blasen. Ich brauche gar keine Hilfe, ist doch gar keiner mehr da. Es sind zu viele. Wo denn? Es macht gerade keinen Sinn, Spiel. Wenn es jetzt hier Horden wären und wir würden nicht gegen ankommen, okay. Aber so macht es gerade keinen Sinn, das Horn zu bleiben. Naja. Aber ja, also, wir haben heute schon öfters festgestellt, ich gehöre tatsächlich zu einer Minderheit hier auf Twitch, die eben, ja, Herr der Ringe Online überhaupt streamt. Auf Deutsch wohlgemerkt. Also es gibt ja den offiziellen Lotro-Channel, da streamen sie aber immer nur auf Englisch und ja. Also die Amis meistens, glaube ich. Ich glaube, vorrangig sind das Amis, die da streamen. Und dazu noch auf Biele. Ja, genau. Sehe schon. Das ist reine Vorsicht, damit nicht der Nächste fragt. Sehr schön, Grasor. Ich selbst spiele auf Gwaihir. Ah, siehste. Der Talirut spielt, glaube ich, auch auf Gewalt hier. Diese Orks nehmen kein Ende. Wie können wir gegen sie alle bestehen? Wir sind nicht so stark wie du, Boromir. Mera hat dies ein oder zwei von ihnen gegeben, aber ich kann das einfach nicht. Ich kann nicht mehr kämpfen, sind einfach zu viele.
Ja, jetzt macht das Sinn. Einfach immer wieder mal auf Zorn, in der Hoffnung, dass es was bringt. Wahrscheinlich macht es keinen Unterschied. Aber ich kann das Zorn benutzen, von daher nutze ich es halt. Wo ist Streicher? Er muss doch das Horn gehört haben. Alter. Rollenspieler leidenschaftlich darum bete. Ja, also das ist auch das, was mich hierher gebracht hat, weil man eben die Möglichkeit hat, Rollenspiel überhaupt zu machen. Ich bin jetzt nicht der, der viel Rollenspiel macht, aber auf anderen Servern wirst du halt komisch angeguckt, wenn du so Rollenspiel machst. Hier ist es nicht schlimm, wenn du keins machst, aber wenn du halt mal die Chance haben möchtest, es zu machen, kannst du das jederzeit machen. Mary, ich glaube, Boromir wird müde. Was machen wir nur? Ich weiß nicht, Pip. Alter. Man wird nicht schief angeschaut. Nein, auf Bele, wie gesagt, auf Bele nicht. Aber auf den anderen Servern wirst du schief angeguckt. Wenn du da Rollenspiel machst oder mit Rollenspiel anfängst, dann gucken die schief an, denken so, hey, was war der denn? Falscher Server. Zumindest früher war das so. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt auf Quai hier ist, aber früher war das zumindest so. Meine ich, kann doch nicht schnell genug tippen. Ach so, okay. Haben wir irgendwas dabei? Nee, natürlich nicht. Jetzt müsste der stärkste Gegner kommen. Ihr müsst eure Verbündeten warnen. Stoßt noch einmal in das Horn von Gondor. Ja, wie oft denn jetzt noch? Ich glaube nicht, dass jemand kommt, Pip. Aber dieser gefallene Uruk liegt im Sterben. Doch das Zeichen der weißen Hand auf seiner Rüstung ist unverkennbar. Ergreift den Halbling, stöhnt er, während das Blut aus seinen Wunden rinnt. Diese Urukai suchen nach Frodo. Ihr müsst sie aufhalten. Oh nein. Boromir. Boromir, steh auf. Merry. Komm, wir müssen gehen. Boromir. Pippin, ich glaube, es ist soweit. Bist du bereit? Das glaube ich. Das glaube ich, Mary. Jetzt ist es an uns, dich zu beschützen, Boromir. Das Auenland! Für Frodo! Okay, nicht so. Gut, das, wie gesagt, ich spreche. Das ist Jahre her, dass ich das gemacht habe, von daher. Also Jahre her, dass ich das auf einem anderen Server als Bele gemacht habe. Von daher weiß ich nicht, wie die aktuelle Situation aussieht. Kann auch sein, dass sich das schon längst wieder gegeben hat. So, glaube ich. Auch der Zwist zwischen Elben und Zwergen kann man des Öfteren im Weltchat lesen und beobachten. Aber ich denke, das ist eher die Ausnahme. Das kann gut sein, ja. So, jetzt muss ich mich hier nochmal von der Webcam her anpassen. Entschuldigt bitte. So. Muss ich heute aber ganz schön oft irgendwie. Naja. So. Aber bestimmt seltener als auf Bele. Das kann gut sein, ja.
So. Durchkämmt den Strand in der Nähe von Parfgalen nach Hinweisen und erlebt zwei Hobbits. Sag mal, wie viele Dinger gibt's denn hier noch in dem... Muss ich jetzt erst wieder zurück... Ach, ich muss erst wieder zurücklaufen. Das, was ich reite. Ja, richtig. Gehe ich mal stark davon aus. Ich denke auch. Wenn der Ungul Kondi hier ist, dann gibt es ja auch immer Krieg zwischen Ork und Elb. Oder Ork und Elfe, wenn man so möchte. Ich bin gar nicht da, ihr könnt mich gar nicht sehen. Ich bin viel zu schnell für euch. Auf Wiedersehen. Also so in die Richtung. Ja, auf jeden Fall, ich lese die Quests quasi immer so vor, wie ich mir vorstelle, dass die Figur ja es sagen würde. Ich habe eine Sprecherausbildung gemacht bei der Deutschen Popakademie. Und von daher nutze ich das dann hier auch natürlich und versuche euch das ja so stimmig und schön zu machen wie möglich. Die Fußabdrücke führen zum Wasser. Alles ist heute schief gegangen. Was soll ein Hobbit da machen? Sam Gamgee. Was dürfte die... Ich guck mal gerade nach beim Widerstand... hier. Das ist die letzte. Aufgabe sein, oder? In der Richtung. Lalalala. Hier nochmal. Okay, das scheint wirklich das letzte Sitzungsspiel zu sein für das Kapitel. Und RP ist ja mehr als Elben gegen Zwerge. Naja, jeder kann ja spielen, wie er oder sie will. Das ist richtig. Das ist absolut korrekt. Jetzt muss ich leider wieder die Webcam korrigieren. Diese Fußspuren haben ja Hobbitgröße. Was unseren gemeinsamen Freunden wohl an jenem gefährlichen Tag zugestoßen sein mag? Tja, das ist eine berechtigte Frage. So, zack. Und dann gucken wir mal. Da meinte ich ja, ich weiß ja nicht genau, was sie genau unter RP versteht, beziehungsweise wie stark das am Ende auf so einem Server ausgeprägt ist. Hab bisher in keinem Spiel auf einem RP-Server gezockt. Na gut, hier ist es halt wirklich so mit Eventgestaltung, du hast Konzerte in Bre, gibt es immer wieder Markt und so weiter und so weiter. Also solche Sachen sind das dann vorrangig. Ich kann nur für mich sprechen, aber ich mache es fast ausschließlich. Entweder in der Taverne trinken oder auf Reisen gehen, genau. Es gibt sogar so... krasse RP-Spieler, die dann halt sind das Grenzer? Ja, die laufen, glaube ich, als Grenzer durchs Auenland und patrouillieren. Das machen die dann mal so 2 Stunden oder so. Gibt's auch. So, Sam mal von vorne zeigen. Der sieht auch noch so hölzern aus. Naja, Konzerte gibt es auf Bre hier, sogar mit Ankündigungen und so weiter. Stadtwache von Bre gibt es auch. Ja, genau, sowas, ja. Warum der besorgte Blick, Sam? Du hast doch gehört, was Aragorn gesagt hat. Frodo wird eine Stunde über den weiteren Weg nachdenken und dann kommt er zurück und wir brechen in die Richtung auf, für die er sich entschieden hat. Schließlich haben wir eine Aufgabe. Frodo wird sicher etwas einfallen.
Ich schlage vor, wir rufen Frodo zurück und stimmen ab. Ich stimme für Minas Tirith. Wir werden Frodo an jeden Ort folgen, nicht wahr, Sam? Das haben wir entschieden, noch bevor wir wussten, durch welchen fernen Lande ihn dieser Weg führen würde. Aber es hat sich doch nichts geändert, richtig? Okay, freiwillig das Auenland bewachen. Klar, angekündigt wird auch. Sowas ist dann schon ziemlich hardcore. Sowas habe ich bisher auf Gwaihir noch nicht gesehen. Hört sich aber interessant an. Wie gesagt, gibt so einige Dinger da in Richtung RP hier auf Wiele. Ich stimme ebenfalls dafür, aber wenn Frodo sicher... Was? Sicher anders entscheidet, werde ich ihn begleiten. Ich werde Frodo folgen, egal wie er sich entscheidet. Alles andere wäre Verrat. Das wäre der Fall, wenn wir ihn alle verlassen hätten. Aber ich schlage etwas anderes vor. Ich bin der Meinung, Frodo sollte mit drei Gefährten nach Osten gehen. Mit mir, Gimli und Sam. Boromir sollte in seine eigene Stadt zurückkehren, begleitet von Legolas, Meriadoc und Peregrin. Was? Nein! Nein! So. Ich weiß, dass es nicht einfach für deine Freunde ist, Sam, aber ich glaube, es ist die beste Wahl. Frodo ist wahrscheinlich zum selben Schluss gekommen, nämlich, dass beide Wege hoffnungslos sind. Wahrscheinlich versucht er sogar herauszufinden, welcher Weg hoffnungsloser ist, um sich über seine Entscheidung klarer zu werden. Ihr seid der Meinung, dass Aragorn euren Herrn möglicherweise nicht vollständig versteht und teilt ihm entschuldigend mit, dass Frodo wahrscheinlich keinerlei Absicht hat, nach Minas Tirith zu gehen. Er hat vor, nach Osten zu gehen, nach Mordor, aber er fürchtet um jene Gefährten, die ihn begleiten. Vielleicht hast du recht, Sam. Die Stunde ist so gut wie abgelaufen. Wir sollten nach ihm rufen. Boromir, wo bist du gewesen? Hast du Frodo gesehen? Nun, ja und nein. Ich habe ihn ein Stück den Hügel hinaufgesehen und ich bedrängte ihn, mit mir nach Minas Tirith zu kommen. Ich wurde wütend und er verschwand. So etwas habe ich noch nie gesehen. Oh nein, warum würde er so etwas tun? Mehr hast du nicht zu sagen, Boromir. Wie lange ist es her, seit du ihn zuletzt gesehen hast? Das war jetzt eine halbe Stunde, glaube ich. Oder vielleicht auch eine Stunde. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So ist es. Er braucht unsere Hilfe. Gimli, lass uns Frodo suchen. Hilfe, das sind zu viele auf einmal. Eine Stunde? Frodo! Wir müssen uns paarweise aufteilen und vorsichtig... Nein, wartet, kommt zurück! Ich weiß nicht, welche Rolle du hierbei gespielt hast, Boromir, aber jetzt kannst du es wieder gut machen. Beschütze die Hobbits. Sam, bleib bei mir, wir dürfen nicht getrennt werden. Hobbitverstand benutzen. Sam Gamgee mag nicht stark oder schnell oder auch besonders schlau sein, doch er verfügt über guten alten Hobbitverstand und damit kommt er gut zurecht. Wartet einen Moment, Sam, sagt ihr zu euch selbst. Jetzt ist gesunder Hobbitverstand gefragt. Frodo kann nicht fliegen und er hat keine Ausrüstung bei sich, also er muss zurück zu den Booten kommen. Zurück zu den Booten, Sam. Ja, dann, aber flott. So. Aber ich mach sowas nicht. Wie gesagt, bin eher mit Freunden auf Reisen, mit Abenteuern und so. Oder einfach Mittelerde Sightseeing. Eines der Boote fehlt. Frodo ist bereits damit weggefahren. Schwimmt auf den Nen-Hissoel hinaus und findet Frodos Boot. Ich dachte, Sam kann nicht schwimmen. Frodo erscheint vor euch. Er trug den Ring und jetzt hat er ihn abgenommen. Ah, okay. Ich dachte gerade schon. Von allen Ärgernissen bist du das Schlimmste, Sam. Du weißt doch, dass du nicht schwimmen kannst. Was hättest du getan, wenn ich dich nicht zu packen gekriegt hätte? Er schüttelt aufgebracht den Kopf. Sam, ich muss allein nach Mordor gehen. Das ist die einzige Möglichkeit. Ihr weigert euch, zurückgelassen zu werden, was Frodo zunehmend betroffen macht.
Halte mich nicht auf, Sam. Die anderen werden bald zurück sein. Wenn sie uns hier finden, werden sie uns zu Erklärungen und Diskussionen zwingen. Und ich werde nicht widerstehen können. Wenn wir gehen, müssen wir jetzt gehen. Frodo lacht. Oh, Sam. Du hast meinen Plan vereitelt. Aber ich bin froh darüber. Es ist uns bestimmt, gemeinsam aufzubrechen. So viel ist mir jetzt klar. Lasst uns aufbrechen. Dann hätten wir das damit auch abgeschlossen. Ja. Jetzt darf ich wieder die Webcam korrigieren. So. Ich fahre schon mal ein bisschen nach oben. Wenn der Ladescreen mal so möchte, wie er soll. Jetzt ein bisschen hoch. So. Das dürfte es aber heute mit Webcam-Verschiebungen sein. So, sprecht mit Korodan im Schatten der Argonath. Okay, da kenne ich zum Glück eine gute Abkürzung hin. Tada! Es ist eine traurige Geschichte, die ihr da erzählt. Es ist eine traurige Geschichte, die ihr da erzählt. Die Last, die unsere gemeinsamen Freunde tragen, hat unter ihnen Zwietracht gesät und sie brachen auseinander. Es scheint mir, laut den von euch gefundenen Zeichen, als ob einer oder mehrere von ihnen ihre Taten bereuten und versuchten, als die Orks erschienen, die Kluft zwischen ihnen zu überbrücken. Ein Halbling hat sich fern vom Kampf gehalten und es scheint, dass sich noch einer zu ihm gesellte. Wenn sie nicht alleine den Fluss überquerten, fällt mir keine andere Erklärung ein. Die beiden haben jetzt den Ostwall verlassen und sind in Richtung Osten unterwegs. Wisst ihr, wer diese beiden sind, Dudaka? Kann es sich um jemand anderen handeln als den Träger der großen Last und seinen treuen Diener? Nur Galadriel kann darauf hoffen, sie jetzt zu sehen. Ich bin mir nicht sicher, welchen Weg die restlichen Gefährten gegangen sind, aber wenn meine Interpretation der Zeichen stimmt, ist eines ziemlich klar. Drei davon haben sich Richtung Rohan bewegt. Zu Fuß. Ich glaube, sie folgen den anderen zwei Halblingen der Gemeinschaft. Wir sollten in Mansigs Lager gehen, um mit Ingil zu reden. Horn und Nona fuhren zum Lager, von dem Famrek gesprochen hatte, geführt von einem Rohirrim namens Mansig. Sein Lager befindet sich an der Grenze zwischen dem Ostwall und den Norhofen. Sie wollten dort mit einem Mann namens Ingild sprechen, der behauptet, etwas gesehen zu haben, das für uns von Interesse wäre. Ihr solltet jetzt mit diesem Mann sprechen und herausfinden, was er weiß. Ich komme auch mit. Alles klar. Dann nehmen wir gerne auch wieder die Abkürzung hin. So. Wir haben hier Punkte zum Ausgeben. Sehr schön. Hier dann auch, genau. Und hier auch. Na gut, hier nicht. Und hier auch nicht. Okay. Dann hüpfen wir hier einfach in das Feuer. Das geht ganz gut. Als Abkürzung. Und dann ist man nämlich auch schon direkt bei Ingild. Wir sind jetzt hier. Da sind wir vorhin ja schon lang geritten. Die haben sich hier teilweise schlafen gelegt. So. Eine Gruppe Urukai flüchtete zu Fuß vom Ostwall in die Norhofen. Ich weiß nichts über das Dunländer-Mädchen, aber Horn zählt zu den Besten unter meinen Leuten und ich vertraue ihm. Ich werde euch sagen, was ich ihm sagte. Eine Gruppe von Uruks ist vom Ostwall zu Fuß zu den Nordhofen geflohen. Wenn ihr zur Erhöhung westlich von hier geht, werdet ihr vielleicht über die Ebenen blicken können und sehen, wo sie hingegangen sind. Geht zur Erhöhung. Wieso schickt er mich denn hier lang, wenn ich da gar nicht rauskomme? Gehen wir mal. Ja, genau. Der steht direkt vor der Tür. Na, warte. Busch mach ich platt. So.
Dann reiten wir mal. Bin ich hier richtig? Ja, der soll mal weggehen, der Typ. Was? Schaut in die Ferne. Steht da. Ach so, hier. Okay. Ihr blickt über die Ebenen und seht eine weit entfernte Staubwolke. Nicht? Wo denn? So, sprecht mit Kurudan. Als ich das letzte Mal südwärts reiste, sammelten sich Orks am Ufer. Eine Gruppe von Uruks kam hier vorbei. Die Zeichen sind zumindest, was das angeht, eindeutig. Sie haben das Gras am Boden zertrampelt und Steine um sich geschleudert, ohne darauf zu achten, wo sie mit ihren gestiefelten Füßen hingetreten waren. Sie hatten es eilig und hatten zwei Gefangene bei sich. Zwei Halblinge, deren Identität uns beiden wohl bekannt ist, oder Kerr? Die Uruks haben wirklich Grund zur Sorge, denn ihre Flucht hat sie nach Rohan geführt und sie haben mehrere Tage Vorsprung vor uns. Und ihre Verfolger? Würde ich vermuten, nur ein paar Stunden, denn sie wurden verfolgt von drei unserer gemeinsamen Freunde. Glaube ich. Aber warum haben die Uruks gedacht, dass mehr als nur zwei Gefangene in den Händen hatten? Wir müssen sie verfolgen. Wenn wir den Gefangenen oder Verfolgern helfen können, müssen wir es auch tun. Wir werden allerdings Kriegsrösser brauchen, wenn wir eine Chance haben möchten, sie auf den weiten Ebenen Rohans einzufangen. Okay. Horn ist ein ungewöhnlicher Mann. Ich werde ihn für euch im Auge behalten. Schaut die weiten Hügel und Ebenen der Pferdeherren an. Sie gehörten einst meinem Volk, wurden uns aber gestohlen. Nonas Blick wird grimmig, weicht aber endlich auf. Horn und ich suchten nach Zeichen eurer Freunde, während ihr euch in Pafgalen aufgehalten habt, Odecker. Er ist nicht wie die anderen Pferdeherren. Wenn er nach Rohan reisen will, in ein Land, aus dem er verbannt wurde, begleite ich ihn ohne Widerrede. Seht ihr, wie viel er aufs Spiel setzt, um Fremden zu helfen? Er ist ein außergewöhnlicher Mann, Dudaka. Ich werde an eurer Stelle auf ihn aufpassen. Okay. Es ist seltsam, auf die Ebenen meiner Heimat zu blicken und zu wissen, dass ich dort nicht willkommen bin. Es ist ein komisches Gefühl, über die geliebten Felder meiner Heimat zu blicken und zu wissen, dass ich da nicht willkommen bin, Dudaka. Es ist eure Pflicht, dem Gerücht über eure Freunde zu folgen. Und es ist mein Wunsch, euch dabei zu helfen. Also, ich werde euch folgen, wenn ihr nach Rohan reisen müsst. Kurudan hat mir erzählt, dass ein Elb, ein Zwerg und ein Mann wahrscheinlich den Uruks auf den Fersen sind. Und obwohl die Spuren schwach ausgeprägt und schwer zu lesen sind, vertraue ich seinen Instinkten und Verfolgungsfertigkeiten. Sie müssten selbst unübertreffliche Jäger sein, um die Uruks zu finden, wenn sie nicht sofort aufbrechen. Und das scheint nämlich nicht der Fall gewesen zu sein. Und wir brechen noch später als die beiden anderen Gruppen auf. Also achtet auf diese Warnung. Ohne eigene Kriegsrösser werden wir keine Chance haben, die vom Ostwall fliehenden Uruks einzuholen. Wir sollten mit Mansik darüber reden, wie wir solche Rösser erhalten können. Recht mit Mansik in seinem Lager. Alles klar, das machen wir. Ich kenne auch eine Abkürzung, das ist zwar in die gegensätzliche Richtung, aber das muss einfach sein. Geht nicht anders. Ist eine sehr tolle Abkürzung, wie ich finde. Ihr habt dringende Geschäfte in Rohan? Ihr habt dringende Geschäfte in Rohan? Es steht mir nicht zu, euch Fragen zu stellen. Wisset jedoch, dass mein Volk Ausländern gegenüber misstrauisch ist und ihr reist nicht nur mit einem, sondern zwei davon zusammen und seid auch noch selbst einer. Tja. Den könnten wir nehmen. Wir nehmen den. Einige meiner Männer kehren in die Stadt. Ihr könnt mit ihnen gehen, wenn ihr möchtet. Nice. Level 79. Cool.
Ihr vier braucht Kriegsrösser, wenn ihr euch in der Hoffnung wiegt, auf Rohans Ebenen schnell vorwärts zu kommen. Einige meiner Männer kehren in die Steppe zurück. Ihr könnt mit ihnen gehen, wenn ihr möchtet. Helft meinem Volk in Harwig und Langhold und ihr könnt die Kriegsrösser bekommen, die ihr benötigt. Ihr werdet automatisch nach Langhold in die Steppe reisen, wenn ihr diese Aufgabe annimmt. Na dann? Wenn wir die Ebenen von Rohan schnell überqueren wollen, dann brauchen wir unsere eigenen Kriegsrosse. Diese mini-kurzen Zwischensequenzen. So, ihr habt Langhold entdeckt. Legendärer Gegenstand aufgestiegen. Das passt vom Level her noch nicht. So, Tat verliehen. Feinde der Rohirrim. Ja. Ihr benötigt Kriegsrosse? Vielleicht kann ich euch helfen. Willkommen in der Steppe, Dudaker. Ihr braucht Kriegsrosse? Vielleicht kann ich euch helfen. Elfenwelt, danke und guten Abend. Ja, hallo Lars, hallo Stromski, schön, dass du da bist. Jetzt kommt er gerade, wo wir natürlich das Buch, den Band abgeschlossen haben. Und nochmal ein persönliches Willkommen bei den VIPs. Ihr so. Werdet Kriegsrosse für euch und eure Gefährten brauchen. Genau, hier beginnt dann Band 3, Buch 8, Kapitel 1. Das schauen wir uns dann tatsächlich beim nächsten Mal an. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal bei allen, die das nachträglich schauen. Macht's gut und tschüss und vielleicht ja mal im Livestream. Bis dann. Tschüss.